Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Moin Moin. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Wir haben es tatsächlich geschafft, einfach nur uns vorzustellen. Fantastisch. Ja. Das war's dann aber auch schon mit dem Plan für heute. Ja, apropos Plan. Wir haben heute ein bisschen bunte Mischung oder buntes Programm, denn wir wollen zum einen ein bisschen über die Nominierten reden, die sind jetzt veröffentlicht worden, und danach haben wir noch einige Fragen, die wir mal wieder beantworten wollen. Die haben sich hier angesammelt, beziehungsweise noch ältere Fragen und neue Fragen. Es gibt also einfach eine Fragerunde. Ja, wir haben einfach mal eine bunte Tüte. Ich kenne auch alle Antworten. Nee, das glaube ich nicht. 42. Das glaube ich nicht. Du kennst die Frage nicht. Na gut. Hätte ja sein können. Es sind alles Audiofragen, die uns erreicht haben. Also ich habe jetzt nur Audiofragen jetzt vorbereitet. Sehr schön. Sind genug. Falls die Sendung zu kurz wird, können wir noch ein paar von den Textfragen dazu packen. Ja, ich befürchte nicht. Ich habe übrigens den Nico vermisst. Der hat keine Frage gestellt, aber jetzt hat er Pech gehabt. Ja. Gut, dann fangen wir aber wie immer mit dem Spiel der Woche an. Und da sind wir direkt beim Thema geblieben, ne? Ja, wir haben uns ja gerade, wer uns gerade im Live-Chat zugehört hatte, da ist uns irgendwie unterm Radar geflogen, dass wir gar kein Spiel vorbereitet haben für zum Vorstehen. Das musst du doch nicht immer verraten. Hier Transparenz-Tweet und sowas. Und da haben wir uns jetzt einfach gedacht, wir haben über das Werwörter noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, wir sprechen heute mal kurz über das Werwörter, damit wir vielleicht mal auch alle Spiele, die zum Spiel des Jahres nominiert sind, auch mal hier auch in der Sendung hatten, oder? Das fehlt uns, glaube ich, noch. Wann hatten wir ein Just One vorgestellt? Ich glaube, das war schon zu Essen, oder? Ich glaube, auf jeden Fall zu Essen haben wir mehrfach drüber geredet. Und Lama hatten wir auch. Lama hatte für Arne sogar vorgestellt. Genau, Lama hatte ich auch vorgestellt. Aber wollen wir mal über das Werwörter sprechen? Denn das Werwörter ist ja die Kreuzung zwischen dem Werwolf-Konzept, sage ich mal, und einem Wortspiel, oder? Also einem Wortratespiel. Oder wie? Bitte? Ja, das ist, genau. Man könnte auch sagen, es ist ein wenig geklaut, aber die Diskussion können wir vielleicht nochmal später verschieben. Werwörter ist bei Ravensburger entschieden. Die haben ja auch das Vollmondnacht herausgebracht, was ja eine verkürzte Version von dem Werwölfe von Düsterwald. Wir sollten ja die ganzen Spiele... Nein. Werwölfe von Düsterwald ist von einem französischen Verlag. Das ist die verkürzte Version von Werwölfe. Punkt. Das Ding heißt nur Werwölfe. Es gibt, glaub, wir könnten auch eine Sondersendung, glaube ich, nur über Werwolf-Spiele machen. Mhm. Das Wort Werwölfe in unterschiedlichen Titeln wäre so oft genannt worden. Das ist übrigens eine gute Idee, René. Ich schreibe das gleich mal auf. Das könnte tatsächlich eine ganze Sendung hergeben. Aber jetzt haben wir wieder nicht über das ganze Spiel geredet. Aber ich schreibe es trotzdem mal auf. Aber wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Dieses Spiel ist für mich ein Spiel, wo ich das erste Mal aktiv eine App-Unterstützung in einem Spiel hatte. Also für mich Neuland. Die App gibt es kostenlos. Warte mal, du hast das Vollmondnacht auch schon mal gespielt gehabt, oder? Stimmt, das ist ja auch mit App. Ja. Ja, okay, dann ist es, habe ich gelogen und ich erzähle genau das Gegenteil. Nein, das war die Ausnahme, die bestätigt, was du sagen wolltest. Genau, also, wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Ein Spieler ist der Bürgermeister. Die Gruppe untergliedert sich erstmal, nenne jetzt erstmal die Basisvariante, in ein paar Werwölfen, kommt halt auf die Gruppenzusammensetzung an, und Dorfbewohner. Und die Dorfbewohner wollen jetzt ein Wort erraten, was der Bürgermeister über eine App quasi sich auswählt. Ist das soweit korrekt? Ja. René, du atmest ein bisschen. Hör mal auf. Und dann gibt es halt Der Bürgermeister spricht aber nicht in diesem Spiel, sondern er gibt die Hinweise oder gibt halt, nee, ich muss es kurz anders aufbauen. Also, der Bürgermeister wählt ein Wort aus mit der App, alle haben die Augen geschlossen, wie man es halt in einem Werwolf-Spiel kennt. Irgendwann machen die Werwölfe die Augen auf, sie sehen sich, wenn es halt mehrere sind, kennen halt auch das geheime Wort, was halt erraten werden soll, und
die Dorfbewohner wissen halt nicht, welches Wort erraten werden soll. Und dann geht es halt los, dass die Dorfbewohner wild dem Bürgermeister Fragen stellen dürfen, müssen, sollen. Dabei gibt es aber keine festgelegte Reihenfolge, sondern es können alle Spieler wild durcheinander fragen. Also es sollte schon eine gewisse Disziplin am Tisch herrschen, aber man fragt ihn halt, ist jetzt das Ding ein Objekt, ist es ein Lebewesen, ist es eine Person, ist es ein Ding, ein Ereignis? Und der Bürgermeister hat dann so Tokens, also so Chips, mit halt einem Ja, also ein was ist da drauf, ein rotes X oder ein grüner Haken, also rot oder grün. Das heißt, ja, er antwortet halt mit Ja oder Nein und legt halt diesen Chip vor dem Spieler ab. Nach einer gewissen Zeit können halt die Dorfbewohner sagen, welches Wort es ist. Dann haben sie halt gewonnen oder es dürfen, es wird halt nicht erraten. Richtig? Genau. Dann haben halt die Werwölfe gewonnen. Aber. Aber, genau. Genau. Ja, ich spring mal ein. Spring mal ein. Wenn die Dorfbewohner das Wort erraten haben, dann kann nämlich der Werwolf sagen, dann muss sich der Werwolf zu erkennen geben und kann jetzt versuchen, den Seher zu erraten. Der Seher ist nämlich einer von den Dorfbewohnern, der ebenfalls das Wort kannte, aber kein Werwolf ist. Und wenn er den Seher findet, dann hat der Werwolf trotzdem gewonnen. Sollten die Dorfbewohner das nicht erraten haben, dann haben sie noch eine Minute Zeit, sich auszutauschen, wer von ihnen der Werwolf ist. Und wenn sie den Werwolf finden, dann haben die Dorfbewohner trotzdem gewonnen, auch wenn sie das Wort nicht erraten haben. Genau, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu, ich sag mal, Anführungszeichen, gewinnen. Ja, also wer halt dieses Werwolf-Konzept kennt, also Vollmondnacht oder halt Düsterwald oder Werwölfe, wie auch immer, ist halt mit diesen Rollen auf jeden Fall vertraut und kriegt dann relativ angenehmen Einstieg. Es ist dann aber ja noch dieses Gekreuzte mit diesem Wortspiel. Ich kann mal eine Anekdote erzählen aus einer Runde, die wir gespielt haben. Das war dann auch eine Zehnerrunde, also es war wirklich volle Besetzung. Aber halt ohne diese, also es war halt nur die Seherin als Rolle mit dabei, also es gibt ja noch andere Rollen. Aber irgendwann fragte jemand den Bürgermeister, du Bürgermeister, weißt du überhaupt noch, welchen Begriff du ausgewählt hast? Und er schob halt ein Nein-Plättchen drüber. Das kann ja natürlich auch sein, es kann halt auch in dem Spiel passieren, dass der Bürgermeister auch ein Werwolf ist. Das kann man halt auch in eine Diskussion später einfließen lassen, ob das jetzt zufällig war, dass er es halt in Anführungszeichen vergessen hat. Oder also dieses Spiel ist halt sehr viel, ja, funktioniert natürlich auch sehr viel auf der Metaebene. Also nicht nur, also es bewegt sich halt auch, was halt zwischen den Menschen passiert. Und das war halt wirklich so eine ganz absurde Runde, fand ich. Also er hatte den Begriff dann halt wirklich vergessen und das sorgte dann halt irgendwie für sehr viele Fragezeichen am Tisch. Richtig, richtig nett finde ich halt dieses mit diesen Tokens vergeben. Da sieht man halt, okay, der hat jetzt viele Ja, also richtige Fragen gestellt und der hat eher Nein. Das kann halt auch so Hinweise geben. Muss es ja nicht, aber es könnte. Und das ist halt auch immer diskussionsfördernd. Das Problem, was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist so ruhigere Spieler, so ein bisschen zurückgenommene Spieler, die können manchmal so ein bisschen überfahren werden, gerade in größeren Runden. Oder Matthias, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du das gespielt hast. Ja, wobei, ich hatte das so mit Runden von 2 bis 12, nee, bis 10. Wir haben tatsächlich bis in der 10er-Runde auch gespielt. 10 geht, glaube ich, offiziell, ja. Also das hat also je nachdem, wie affin die Leute für solche Spiele sind, es gibt immer Leute, die etwas, sage ich jetzt mal, vordränglerischer sind als andere. Und die haben das meistens dann in dem Moment schwerer, wenn sie nämlich Werwolf sind und dann gucken müssen, dass sie nicht auffallen, weil sie auf einmal keine Frage stellen. Genau, und dann halt so auch versuchen, die Gruppe noch in irgendeine Richtung zu lenken und dass es dann nicht so auffällig wird. Also man muss halt schon diese Art von diesen Werwolf-Spielen auch ein bisschen eine Affinität dafür haben. Ja. Wer jetzt grüblerisch am Tisch sitzen will und seinen besten Zug irgendwie planen will, 5 Minuten, der ist vielleicht ein bisschen also sollte sich dieses Spiel nicht anschauen oder wird da wahrscheinlich nicht so seinen Spielspaß finden. Aber für den wäre ja grundsätzlich Werwölfe nichts. Ja, richtig. Also der weiß jetzt wahrscheinlich auch so, Werwölfe ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Ding. Der bin ich da sowieso raus. Aber wer halt wobei so. Ich hätte es ein
ein bisschen abschwächen möchte. Also ich selber habe sehr negative Erfahrungen mit diesen Werwolf-Spielen und fasse die nicht mehr an. Aber Werwörter fand ich durchaus überzeugend. Ich habe natürlich auch eine hohe Affinität zu Wörtern und zu Wortspielen. Das würde ich nämlich auch unterstreichen. Das geht nämlich meiner Frau genauso, die gesagt hat, also auch bei einem One Night Ultimate Werwolf, das man halt in 4 Minuten spielen kann, sagt sie, nee, das ist hier zu doof. Aber bei diesem Spiel hat sie gesagt, jo, noch eine Runde. Und das glaube ich tatsächlich, das ist eher was für Leute, die gerne was mit Worten machen. Es ist natürlich auch ein sehr schnelles Spiel. Also du kannst ja, ich glaube, die Standardspielzeit für die Raterunde ist irgendwie 4 Minuten. Man kann diese Zeiten auch selber sich noch einstellen in der App. Aber 4 Minuten ist natürlich dann auch schon, wenn man halt so einen schwierigeren Begriff hat, die App ermöglicht halt auch Begriffe rauszusuchen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich glaube leicht, mittel, schwer und unmöglich. Also so ein unmöglicher Begriff ist manchmal in 4 Minuten schwer zu erraten. Das sind echt manchmal unmögliche Begriffe dabei. Manche Worte kannte ich stellenweise gar nicht. Dann kann man halt die Zeit auch ein bisschen länger machen. Also man kann das halt sich schon so ein bisschen anpassen. Ich fand jetzt die App nicht störend, so in den Runden, die ich es jetzt gespielt habe. Ich weiß nicht, wenn man das irgendwie 20, 30 Mal spielt, so wie Matthias das vorhin gesagt hatte, wird das störend irgendwann? So, macht alle eure Augen zu, Bürgermeister will deine Rolle, bla bla bla. Oder, also nein. Also ich empfand es nicht. Ich fand das sehr, sehr angenehm, dass da einfach irgendwie so eine App ist, die genau weiß, wann du was machen musst und du nicht selber dran denken musst. Sekunde, weil ich habe so oft Secret Hitler auch gespielt, wo wir dann festgestellt haben, verdammt, wir haben vergessen, die eine Rolle aufzurufen. Und das ist dann auch ein sehr schönes Spiel, aber das nervt an der Stelle natürlich. Und das kann dir mit der App dankweise nicht passieren. Und vor allem finde ich das halt sehr angenehm, weil wenn du zusätzliche Rollen hast, und die hast du ja auch, wenn du möchtest, sagst, okay, wir kennen das jetzt, wir sind eine größere Gruppe, lass uns doch noch die Verwandten da. Genau, also du kannst da halt mehrere Rollen noch dazu nehmen und dann weiß die App auch, okay, und die werden jetzt aufgerufen und genau. Die stören nicht, wenn du sie nicht dabei hast. Und da ist die App echt gut gemacht. Und sie ist halt das, was sie ist. Sie ist nicht das Spiel, sie ist ein kleines Tool. Und wenn du die App nicht nehmen willst, dann gibt es immer noch einen Zettel, der sagt, okay, in folgender Reihenfolge macht ihr das jetzt. Genau, also es gibt halt noch irgendwie weitere Rollen. Freimaurer, sagtest du ja, die müssen Wachen irgendwie gemeinsam aufwissen, wer sie sind, aber sie wissen nicht, haben halt das gleiche Ziel wie der Bürgermeister und die Wahrsagerin. Tut auch Dinge. Mit der habe ich noch nicht gespielt. Also das, man kann sich halt ein bisschen komplexer dann halt auch noch machen. Aber eigentlich finde ich so sehr Werwolf, Dorfbewohner ist schon mal ein richtig cooler Einstieg. Ich finde es übrigens auch gut, dass die App dem Bürgermeister immer 2, 3, 4 Wörter vorschlägt. Mhm. Weil wir hatten dann schon Wörter, wo jemand da saß und dachte so, ich weiß nicht, was das ist. Ja, und dann kann er aber trotzdem eins der anderen Wörter nehmen. Bei den Unmöglichen ist es manchmal echt irgendwie, ne? Zum Teil war es einfach so, wir hatten eine Runde letztens, wo dann jemand sagte so, oh, das weiß ich, was das ist, klickte drauf und stellte fest, scheiße, wie soll denn das mir jemand erklären? Weil dann so, ist es was aus der Natur? Nee. Ist es was Menschliches? Nee. Und dann ging es am Ende um den Begriff Skype. Ja. Wir kamen nicht mal in die Nähe davon, weil wir nicht mal wussten, wie wir Fragen stellen sollten, weil uns nicht bewusst war, dass solche Wörter drin sind. Naja, du könntest auch sagen, ist das was Technisches, dann bist du halt schon ein bisschen so halb. Ja, dann. Ja, aber es ist halt Werwolf gekreuzt mit so einem Wortspiel. Ich weiß nicht, ob welcher Teil irgendwie da höher ist, ob jetzt der Wortspielteil oder der Werwolf-Teil da irgendwie einen größeren Anteil hat, aber. Also ich denke, Sonja stimmt mir zu, wenn ich sage, der Wortspielanteil. Also ich kann mir vorstellen, dass normale Werwolf-Spieler das vielleicht sogar doof finden, weil sie sagen, es geht zu sehr um die Wörter. Ja. Also von uns ein Daumen hoch wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob der Daniel das vorletzte Mal, ich vergesse mal ihren Nachnamen, Kratsch, ist da ein R drin oder ist da kein... Der Daniel aus der Mau Mau Sendung ist ja der verantwortliche Redakteur für das Spiel. Ja, korrekt. Das war eins der letzten Spiele, die der Daniel Gacka. Gacka, okay. Gacka oder Gaca? Siehst du, ich bin mir selbst unsicher. Ich weiß da nicht, ob da noch ein R irgendwo zwischen ist. Nee, das ist einfach G-A-C-A. Genau. Nico fragt gerade halt, ob dieses Spiel, das hatte ich ja vorhin auch angedeutet,
ob das nicht 1:1 Insider von Oink Games ist. Also ja. Da müssen wir jetzt also an der Stelle natürlich schon darauf eingehen, dass Oink Games sehr wohl, also da gab es halt so eine, sage ich jetzt mal, so eine Art Rechtsstreit. Also Oink Games hat halt dieses Insider rausgebracht und Bizier hat festgestellt, das ist dem sehr ähnlich und hat gefragt, ob man da nicht zusammenarbeiten kann. Und das wurde ihm mehr oder weniger verneint und deswegen hat er dann seine Sache einfach alleine weitergemacht. Und der Bizier steht halt auf der Aussage, das ist ausreichend anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich gefühlt sehr ähnlich. Der große Unterschied ist tatsächlich aber die Rollen. Genau, bei Oink, bei dem Insider hast du halt nur einen, der halt Bescheid weiß. Das ist halt in Anführungsstrichen der Werwolf, aber du hast halt zum Beispiel ja nicht diese Rolle der Seherin. Also du hast halt mehr Rollen in dem Werwörter. Da ist halt so diese Frage, ob man halt ein Patent auf Spielmechaniken haben kann, könnte man auch sozusagen. Ist das jetzt eine Mechanik? Ja, also es gibt schon, das Spiel heißt ja deswegen Insider, weil es halt schon diesen Werwolf, also den Seher gibt es, aber nicht den Werwolf, weil der Seher ist halt, ja, beziehungsweise es gibt den Werwolf, aber nicht den Seher. Genau. Der Werwolf ist halt der Insider. Für mich macht halt der Unterschied tatsächlich diese App aus, die tatsächlich sinnvolle, spannende Wörter macht, weil du bei Insider mehr oder weniger sagen musst, okay, ich muss mir jetzt selber ein Wort ausdenken. Nee, da gibt es doch bei Insider gibt es doch auch Wort. Ich hatte das doch hier, ich habe das dann abgegeben, weil ich das Werwörter hatte und ich das mit der App ein bisschen schöner fand und weniger. Hast du da einen Kartenstapel mit Wörtern dabei, nicht wahr? Genau, genau. Ah, okay. Dann du musst ja diese Karte, denn du hältst dann diese Karte, gibst die, zeigst die einmal rum oder sowas. Da ist die App natürlich schon ein bisschen. Also ich muss halt weniger erklären, habe halt weniger als Erkläraufwand als für die neuen Spieler. Und es gibt halt noch mehr Rollen. Das ist der andere große Unterschied. Ob das jetzt ausreichender Unterschied ist, dass man sagt, ist das jetzt aber nicht abgekupfert, da könnte man tatsächlich jetzt diskutieren. Und ich ja, kann auch das da an der Stelle verstehen. Ist ein Thunderstone das gleiche wie ein Dominion? Ja, nein. Da sehe ich noch mehr Unterschiede, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, oder was? Keine Ahnung. Du weißt schon, was ich meine. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das gab es auch schon vorher halt mit Artist Goes to New York, also das hatte man halt dann mit Zeichnen statt mit Wörtern, also die Ähnlichkeiten von diesen Spielen sind so frappierend nah beieinander in der großen Menge, ich mag da keine Rechtsberatung abgeben, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ihm zu ähnlich und jeden verstehen, der sagt, ist mir nicht ähnlich genug. Also, ist ein Sky King sowas wie ein Wizard? Ja, hat man auch große Ähnlichkeiten, das ist richtig. Ne? Also da gab es ja auch so ein bisschen Diskussion, glaube ich. Das können wir jetzt, glaube ich, auch nicht klären hier. Sind die ist auch nicht beiden. Unsere Ansicht. Insider hat die Jury nicht empfohlen oder nominiert, aber sie hat es jetzt halt mit Werwörter getan. Ja, da können wir ja gleich mal abbiegen, richtig, wenn du schon das, naja, René, bieg mal ab. Ich darf gerne biegen, wenn du möchtest. Wenn du gerade im Flow bist, du ja, ich wollte alter das Livestreamer. Jetzt, wollte das... Wollte das jetzt nicht wieder an mich reißen und kriege ich wieder Schimpfe. Aber wir, ne, Matthias hat ja gerade gesagt, das Spiel wurde ja nominiert, ist halt auf dieser Empfehlungsliste, auf der Nominierungsliste gelandet. Ich habe noch meine Zettel von gestern Abend hier auf dem Schreibtisch liegen. Soll ich mal. An dieser Stelle sehe ich ja schon, dass der Nico brav eine Frage stellt, nämlich wie fanden wir den Rahmen der Bekanntgabe? Und ich muss natürlich sagen, ich habe das auch live mitgeschaut und ich war erstmal verwirrt über die, weil ich mir dachte so, okay, das sind jetzt alles die Empfehlungen und kommen jetzt noch die Nominierten extra, weil dann sind ja die alle nicht. Aber dann hieß es so, nee, drei davon sind und dann. René hat es nicht gesehen. Genau, ich habe nicht gesehen. Erzähl mal. Naja, das ist der liebe Harald Schrapers, der war ja in Chemnitz bei der Eröffnung der Spiel des Jahres-Ausstellung im Spielemuseum Chemnitz. Da war ich mal vor ein paar Jahren mit der Familie. Könnte man mal noch mal hinfahren, könnte man sich diese Ausstellung auch mal angucken. Und in dem Zusammenhang hat er halt brav mehr oder weniger die ganze kurz Hallo gesagt und dann fing er gleich an so, jetzt haben wir hier die Longlist, also wir haben 26 Spiele. Dann hat er halt angesagt und so in der roten Liste und dann hat er einfach
ganz viele Namen alphabetisch runtergerasselt und das ging so zack, zack, zack und ich so, hätte man vielleicht ein bisschen langsamer machen können. Und dann das Ganze mit der Kennerspiel nochmal so zack, zack, zack und so. Und zum Glück hat der Wieland Herold das zeitgleich dann die Bilder getwittert. Also ich sagte, ah, ich kann ja mal auf die Bilder gucken. Und dann hat er halt noch ein bisschen was erzählt, hat auch eine Kinderspielliste und dann kam erstmal der Michael Menzel, dann hat der ein bisschen was erzählt, was bedeutet das für ihn so im Rahmen der Eröffnung dieser Ausstellung. Ach, Michael Menzel war das, ach so. Ich das dachte, war das Michael jemand, Menzel, genau. Ich dachte, das war jemand anders. Und dann kam halt der Harald Schrapers nochmal vors Mikro, beziehungsweise vor die Kamera und dann hat er gesagt, okay, und jetzt nennen wir die Nominierten. Und das war das Ganze. Ich fand, das war eine schöne gemachte Sache. Das ist für alle in der Blase, wenn ich das so nennen darf, also in der Szene, finde ich, war das total schön gemacht. Ich saß zu dem Zeitpunkt halt im Büro in Friedberg und hatte das Gefühl, die meisten dort wollten das Ergebnis sehen und hatten kein Interesse daran, wie das da jetzt kommt. Also ich hatte das auch bei mir auf ein iPad irgendwie an, auf der Arbeit, so diesen Facebook-Livestream und hatte aber keinen Ton an und es war irgendwie für mich verwirrend und dann habe ich es halt irgendwann ausgemacht und habe gedacht, naja, ich werde es sowieso gleich in einer Viertelstunde irgendwie nachlesen können, weil ohne Ton macht das für mich keinen Sinn. Das war jetzt aber das erste Mal, dass sie diese Nominierungsbekanntgabe ja gestreamt haben, oder? Sonst war das ja immer nur, es kommt irgendwann eine Liste im Laufe des Vormittags. Klar kann man wahrscheinlich noch mal irgendwie drüber nachdenken, wie man das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen verbessert, aber warum nicht, ne? Genau, das war auch so mein Gedanke, warum eigentlich nicht? Und ich fand das von der Idee her super. Ich weiß nicht, wie die Oscars das zum Beispiel machen mit ihren Listen. Ich glaube, die hauen sie auch einfach. Nee, die werden auch die stehen ja auch vor so einer Leinwand und dann sagen die hier, diese Nominierungen sind jetzt hier, die und die und die und blab. Okay, also ich fand das super. Von mir aus gerne Wiederholung. Ob das jetzt unbedingt in Chemnitz sein muss oder woanders, ist eigentlich egal. Aber da kann man bestimmt noch was rausholen. Und für uns in der Szene war das cool. Es war noch irgendwie dieser Livestream war da, ich glaube, da waren so 500 Leute denn da online. Man sieht irgendwie in diesem Player bei Facebook ja auch immer, wer denn gerade irgendwie eingeschaltet hat. Und man hat so gesehen, ach, jetzt kommt der, Asmodee schaltet sich jetzt auch dazu. Und das ist jetzt natürlich nichts für den Otto-Normalbürger, sag ich mal. Ja, aber das fand ich zum Beispiel spannend, weil da Facebook-Freunde von mir standen da als jetzt live, von denen ich gar nicht wusste, dass sie sich überhaupt für Brettspiele interessieren. Okay. Wo ich tatsächlich demnächst mal nachfragen oder nachhaken möchte, wie sie denn dazu gekommen sind, sich das anzuschauen. Und das fand ich durchaus interessant. Was mich jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen interessiert ist, ich habe heute den Insert Moin Podcast gehört, die ja auch nochmal zum Spiel des Jahres Nominierten gepodcastet haben. Die haben jetzt ja erstmal diese Longlist, die sogenannte Longlist da irgendwie bekannt gegeben. Haben sie damit jetzt diese Empfehlungsliste, die ja so irgendwie die zweite Liga irgendwie dieser Nominierten ist, haben sie diese jetzt so ein bisschen aufgewertet? Also sind die jetzt doch noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt oder ist das nur irgendwie, da wir uns jetzt in dieser Blase befinden und uns damit beschäftigen, so oder, weil sonst war es ja immer so, die Nominierten sind bekannt gegeben und hier ist jetzt noch diese Empfehlungsliste. Aber jetzt ist es ja so, wir sagen erstmal diese gesamte Liste aus denen und aus denen gehen dann die Nominierten noch mal hervor. Oder ist das egal? Also sagen wir mal so, bevor es Nominierte gab, haben sie auch einfach die Liste der empfohlenen Spiele rausgehauen und gesagt, irgendeins davon gewinnt. Und dann saß man da und dann hat man halt gewartet, bis irgendwann der Gewinner bekannt gegeben wurde, ein paar Monate später. Dass dann irgendwann halt die Nominierten dazu kamen, war halt, um da irgendwie noch ein bisschen mehr Spannung reinzubringen und so. Ich glaube tatsächlich, an dieser Stelle macht das aber wenig mehr. Also ich glaube nicht, dass da das für die Empfohlenen tatsächlich irgendwie spannender macht. Also das beginnt ja auch schon an der Stelle, was ich total vernünftig finde, was ich an der Stelle jetzt auch gelernt habe, was ich ja vorher nicht wusste. Als Empfohlener kannst du zum Beispiel dein Logo darfst du nicht vorne auf die Schachtel machen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war oder ob euch das überhaupt selber mitbekommen habt. Ich vermute, das hat was damit zu tun, dass das Logo nicht von dem unahnenden Kunden verwechselt wird für, oh, der hat das gewonnen, obwohl man nur empfohlen wurde. Auch wenn da dick und fett empfohlen steht, die Leute können das ja manchmal nicht auseinanderhalten. Und deswegen darf dieses Logo, wenn du es auf die Schachtel packen willst, nur auf die Rückseite. Fand ich eine spannende neue Info für mich.
Ja, das ist interessant. Also von da aus gesehen, ich glaube tatsächlich, du hast, also um jetzt nochmal einen anderen Punkt anzusprechen, als ich brav die Turniere damals gemacht habe für Yu-Gi-Oh! Und WoW und ähnliche Sachen, man hat da einen ganzen Tag lang oder drei Tage lang Turniere gemacht mit Hunderten von Teilnehmern und tatsächlich das, was am Ende für die Leute spannend war, waren die Top 8. Und unabhängig davon, dass natürlich auch manche Leute, die tiefer drin sind, geguckt haben, ja, und wo hat der abgeschnitten und wo sind die meine Freunde und ähnliche Sachen, am Ende spannend waren immer die Tops und genauso wird das auch bleiben mit den Nominierten. Und ich finde es gut, dass die Jury viel dafür tut, dass halt nicht nur der Sieger am Ende spannend ist, sondern halt auch die Nominierten. Ich glaube, dass es auf die Empfohlenen abfärben wird, das wird sehr lange dauern und das sehe ich erstmal noch nicht. Ja, man will ja, diese Top-Listen sind ja immer gefragt und wenn du sagst, das sind jetzt die Top 3, dann überstrahlt das natürlich die anderen. So ist es. Der Olli fragt gerade, ob nominiert darf, aber weiterhin genauso auf die Vorderseite kommen, wie es... Ja, aber zu einer begrenzten Zeit. Okay. Ja, weil irgendwann ist die Nominierung ja durch und dann gibt es ja die Gewinner und dann darfst du mit dem Nominierten theoretisch nicht mehr werben. Okay. Ich bin verwirrt. Aber das ist, glaube ich, irgendwie Brettspielpolitik. Lass uns mal an der Stelle, ja, also naja, das sind alle sinnvolle Regelungen, die sich im Laufe der Jahre halt... Herr Notch hat sich ein wenig informiert, zwinker, zwinker. Ich sage nichts. Ja. Ja, also wollen wir jetzt kurz auf die Nominierten eingehen? Auf den Rest müssen wir nicht eingehen. Ja, ich glaube, es reicht, wenn wir auf die Nominierten... Ich lese sie, ich sage sie einfach mal. Nominiert zum Spiel des Jahres sind, Achtung, Trommelwirbel... Werwörter haben wir heute drüber geredet. Just One haben wir irgendwann anders drüber geredet. Und Lama reden wir eigentlich die ganze Zeit drüber. So kann man es formulieren. Nein, also das sind halt die drei Spiele. Ich hatte auch gestern nochmal, ich hatte ja einen kleinen YouTube-Livestream geguckt. Ich glaube, jeder von uns hatte zwei richtig irgendwie auf dieser Liste. Bis auf René. Ich denke mal, es ist eine solide Liste. Was mir halt auffällt, es sind halt wirklich alles kleine Spielschachteln. Aber das hatte ich, glaube ich, in unserer Sendung auch gesagt. Die Jury könnte vielleicht sich einfach mal überlegen, ein Jahr lang einfach mal nur kleine Spiele zu nehmen. Und das hat sie dann halt gemacht. Also Belratti wäre jetzt mein drittes kleines gewesen. Das setzt sich halt aber auch in dieser Longlist halt noch fort, bis auf Reef, was da ein bisschen rausfällt. Aber es sind halt nur kleine Spiele. Aber vielleicht ist das ja auch das, was... Was den Jahrgang halt ausgemacht hat. Ich meine, wir haben halt wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil wir gesagt haben, oh, der Jahrgang ist dünn und so. Und vielleicht kam es uns so vor, weil wir halt natürlich auch einfach nur einen Blick auf die großen Spiele geworfen haben. Weil ich meine, das sind ja eigentlich durchweg schon alles lauter gute Spiele, die sie da nominiert und empfohlen haben. Aber sie sind halt, sage ich jetzt mal, alles in kleinen Schachteln. Deswegen hat man das vielleicht persönlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ich meine, außer Reef. Reef ist tatsächlich die einzig große Schachtel, wenn man das so möchte. Genau. Und auch ein abstraktes Spiel, oder? Läuft das unter abstraktem Spiel, ja, ne? Das läuft hundertprozentig. Also der Next Move-Logo steht an der Stelle tatsächlich für abstrakte Spiele. Halt Azul und jetzt Reef und dann das 5211 und was immer noch alles kommt. Ich glaube, in Herne hatten sie Tuki auf einem Tisch oder so. Ich kenne sie auch nicht alle. Also zwei Wortspiele mit Just One und Werwörter. Das hätte ich ja nicht erwartet, aber ich kann damit sehr gut leben. Das ist halt einfach auch ein Trend. Also, und halt ich meine, es gab dann Jahre, wo es dann lauter Kooperative ohne Ende gab und jetzt ist halt gerade Wortspiele wirklich das heiße Ding und dann muss man dem auch Rechnung tragen im Notfall. Ja, und halt ein Lama. Was ich so bemerkt hatte, war, Lama ist ja auch einzig so das kompetitive Spiel. So, ne? Bei Just One geht es ja auch so in Anführungsstrichen kooperativ daher, wenn man es halt mit der Punktevergabe spielt. Und Werwörter? Wer tut das? Wer spielt das mit der Punktevergabe? Ich hab gehört, die Spielträumer. Ah ja. Ja, aber ne, das ist halt... Und Werwörter, da geht es ja auch nicht so richtig. Da geht es halt mal, okay, jetzt spielen wir, finden wir halt raus, wer eilt diese Runde, die Werwölfe sind, aber da wird ja dann auch keine Strichliste gemacht. So, jetzt war ich diese Runde in dem Siegerteam, jetzt kriege ich einen Punkt. Und nur bei Lama geht es halt irgendwie darum, irgendwie nicht der Schlechteste zu sein. Was aber auch toll ist, oder?
Was der schlecht halt ist. Mehrere Gewinner gefühlt gibt. Ja, oder, naja, nee, das Spiel endet ja, wenn du, wenn einer 40 hat und dann wird geguckt, wer die wenigsten. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Gab es einen Aufschrei in der Szene? Haben alle schon kapituliert vorher. Aufschreien nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass relativ viel diskutiert wird, gerade über Lama. Ich merke das bei Instagram. Ich habe da halt Bilder gepostet von den drei Nominierten und da haben viele geschrieben, so ja, das sind doch alles nur Partyspiele. Und warum ist es denn kein richtiges Spiel geworden? Also ja, weil es keins gab, In The River vielleicht noch, aber. Aber was ist denn ein richtiges Spiel? Das finde ich eine spannende Definition. Also einer hat bei mir ganz explizit kommentiert, da hat, ist auf den Jahrgang eingegangen, wo Concept, Splendor, Camel Up nominiert waren. Und hat gesagt, der wünscht sich mal wieder so einen Jahrgang. Naja, ja, aber wenn der Jahrgang auch das zwei nicht hergibt. Anderthalb Partyspiele, Concept und Camel Up. Ja. Was ich halt bemerkenswert finde, ist halt Werwörter und Just One funktionieren eher in größeren Gruppen gut. Okay, das hat ist bei Codenames ja auch so gewesen eigentlich. Bei Camel Up auch. Also die Diskussion haben wir ja auch schon häufiger geführt in den letzten Jahren. Kann ich eigentlich mit zwei Just Ones auch spielen? Geht das? Funktioniert das? Wenn ich da die Spieler anzahle, kann ich da die. Ich habe am Wochenende so eine Gartenparty. Einfach zwei Just Ones mitnehmen. Gibt nichts, was dich aufhalten sollte. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel denn irgendwie bricht, wenn du zu viele Begriffe da kriegst. Nein, weil, also ich hab Just One auch schon in einer Gruppe von 15 Redakteuren gespielt. Das ist einfach, das gibt's noch mehr Wörter, die rausfallen. Weil einfach dann im Notfall zwei, drei Leute tatsächlich sich und dann das erhöht, finde ich, glaube ich, im Notfall ihren Spaß. Die Verwirrung. Ach, ich glaube, ich besorge mir nochmal ein zweites Just One. Kriege ich die beide in eine Schachtel? Wahrscheinlich, oder? Ja, also. Ich nehme auch eine größere Schachtel. Im Notfall packst du es in eine kleine größere Schachtel, genau. Ich habe hier gerade eine Dominion leer rumliegen. Also, wenn man der Jury schon irgendwas vorwerfen könnte, dann vielleicht, dass sie halt wieder dass sie halt keine Geschicklichkeitsspiele drauf haben. Genau. Dass sie letztes Jahr das Minara ignoriert haben. Wieso lachst du, René? Das mit dem Geschicklichkeitsspiel gerade vom Matthias kommt. Ja. Ja. Wenn es von ihm nicht gekommen wäre, hätte ich das eingeworfen, weil ich sehe das ganz genauso. Ich meine, ja, bei dir traut man die Geschicklichkeitsspiele alle zu. Matthias mag sie einfach nicht. Deswegen. Das stimmt. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass eins auf der Liste ist, für Leute, die sie mögen. Ja, also ein Meeple Circus oder ein Man at Work oder ich weiß nicht, was gab es noch an Geschicklichkeitsspielen? Ja, ich meine, es ist also da. Tokyo Highway gab es noch, aber ich hätte jetzt auch Meeple Circus oder Man at Work auf der Liste gesehen. Was ich tatsächlich krass finde oder spannend finde, weil ich gerade krasse Kacke gelesen habe, das hat mich ein bisschen überrascht. Muss ich vielleicht tatsächlich nochmal spielen, vielleicht in Tann oder sowas. Aber dass die Sherlocks da drauf sind, auf dieser Longlist, wo ja da eher so dieser Tenor so ein bisschen so, es ist eher so ein bisschen durchwachsen gewesen, hatte ich so das Gefühl. So in der. Ja, bei uns Spielern. Ja, bei den Spielern, aber naja, ich habe ja die Fahne für Sherlock auch immer hochgehalten, zusammen mit dem Krimi-Master. Steht auch immer noch zu. Aber ich finde auch für die Zielgruppe ist es perfekt. Ja, vielleicht bin ich. Weil es ja halt kaum Regeln hat. Vielleicht bin ich ja halt in die Zielgruppe so und. Arne, du bist sowas von Zielgruppe. Also, wir haben nicht umsonst so ein Arne-Siegel eingeführt. Ja, wenn wir es mal hätten. Ja. Ja. Wer gewinnt denn nun? Just One. Matthias sagt nichts oder äußerst nichts? Ich überlege ehrlich gesagt. Noch? Also hättest du mich letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, wenn Just One nominiert wird, gewinnt es auch. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Bärwörter gewinnt. Also ich gönne es ja dem Lama und an dieser Stelle kann ich ja nochmal unterstreichen, ich hatte mich mit Christian Hildenbrand vor ein paar Wochen noch unterhalten und habe gesagt, Lama wird wahrscheinlich nominiert und der so, nein, höchstens empfohlen und so. Und es wurde ja nur nominiert und deswegen hätte Lama natürlich auch Chancen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den dreien ist Lama gefühlt der Außenseiter. Und auch wenn ich bei Unknowns schon vor Wochen da hatten, der auch ihr Pöppel raten, wenn ich bedenke, wie viele Leute da auch das Lama genannt haben, es hätte natürlich Chancen, aber ich glaube tatsächlich,
Lama ist an der Stelle tatsächlich nur die Wahl 3 und das wird allen wahrscheinlich auch irgendwo bewusst sein. Und ich würde wahrscheinlich heute dazu neigen zu sagen, wahrscheinlich gewinnt Werwörter, aber frag mich nochmal in 4 Wochen oder in 6 Wochen und dann liegt meine Antwort anders aus. Also. Ja, ich glaube auch, dass es Just One wird. Ich würde mir das Lama aber wünschen. Tatsächlich, also ich würde die Fahne fürs Lama hochhalten. Also ich fände es halt spannend zu sehen, wie die Reaktionen auf der BGG-Con sind. Da fliegen die jetzt ja nun wieder hin mit den Spielen. Und weil das, glaube ich, hat auch noch mal so einen Eindruck, wie die Spiele entsprechend bei einem auch noch mal anderen Publikum ankommen. René hat seinen Tipp noch nicht abgegeben. Ja, ich stimme euch voll zu. Euch allen. Auf der BGG-Con ist übrigens ein Spiel, das Lama ist ja in den USA noch nicht erhältlich. Ja, das war mit den Nominierten letztes Jahr aber nicht wirklich viel anders. Was mich nochmal interessieren würde, was wäre, wenn Lama, also das nicht so einen griffigen Namen hätte und wenn da einfach kein Lama drauf wäre, sondern einfach so wie krass kariert. Ah, da hat es aber auch gut funktioniert, oder? Also wenn Lama statt Lama ein Einhorn hätte, ja, hätte das wahrscheinlich auch funktioniert. Ja, aber halt so, weiß ich nicht. Einfach ohne so ein abstraktes irgendwie so 21 oder keine Ahnung. Das ist, da können wir jetzt nur mutmaßen. Ja, das ist jetzt spät. Ich glaube tatsächlich, dass das Lama eine Menge dadurch gewinnt, dass es so ist, wie es ist. Aber das ist halt jetzt einfach nur an der Stelle raten. Ich habe jetzt schon die Kapitelmarke gesetzt für die Kennerspiel des Jahres Nominierten. Wollen wir mal abbiegen, ne? Ich hole mal, hol mal den nächsten Zettel. Dort haben wir auch wieder 3 Spiele auf der Liste. Carpe Diem, Detective und der Flügelschlag. Nachdem ja Flügelschlag letztes bei unserer nominierten Sendung irgendwie fast gar nicht auf diesen Listen bei uns gelandet wäre. Doch. Ich ja, nur ja bei dir. aber... Ja, ich glaube, da haben wir auf dieser Liste eine dicke Überraschung, oder? Nein. Nee. Nachdem Detective von 2 von uns genannt wurde, ist die Überraschung theoretisch Tipp. Nicht so dick. War Renés einziger Tipp, genau. Stimmt. Also es freut mich sehr, dass Detective es geschafft hat. Wir hatten ja auch diskutiert, ob das nicht ein bisschen drüber ist, ob das nicht ungeeignet wäre. Es gab hier gestern ein Interview mit Harald Schrapers mit dem Fabian, dem Spieleleiter. Da hat er halt gesagt, ja, das Spiel ist wahrscheinlich von den, also was halt in dem Spiel los ist, sehr komplex, aber der Einstieg ist wohl relativ einfach. Also ich habe es halt nicht gespielt. Es gibt halt relativ wenig Regeln. Ja. Stimmt das? Ja. Also mir drängt sich da gerade so ein bisschen dieser Terraforming Mars Vergleich auf, wo ja auch alle gesagt haben, oh, viel zu komplex, aber wenn du es halt ohne Drafting spielst, also wenn du diesen Einstieg, sagt man immer Onboarding, ist relativ sanft, würde ich sagen. Also beim Terraforming Mars. Das Detective ist so wie letztes Jahr das Heaven and Alien und vorletzten Jahr das Terraforming Mars, das ist so das obere Ende von diesen dreien. Und ich finde es total toll, dass sie das dann auch reingenommen haben. So, wir haben wieder eins am oberen Ende vom Kenner-Kategorie mit einem leichten Einstieg, aber einer knackigen Spielart. Und das Spiel hat es wirklich verdient. Story getrieben. Genau. Kein Sonderpreis. Sehr gut. Ja, also ich glaube, da hat die Jury, glaube ich, auch echt viel Lob dafür kassiert, oder? Habe ich so das Gefühl? Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Oder? Also es wird von jedem irgendwie so, ihr habt euch jetzt gerade gefreut, also andere Leute haben sich auch gefreut, dass da doch so eine ein bisschen mutigere Entscheidung getroffen wurde. Ja, aber wir hatten das ja letztes Mal auch. Die Spielzeit ist halt, denke ich, eher problematisch für so ein Kennerspiele, weil man sollte es halt wirklich schon in kurzen Abständen spielen und eine Partie dauert ja auch mehrere Stunden. Ja. Aber ich finde es gut, dass es nominiert wurde, einfach um Leuten sowas auch zu zeigen. Und ich, für mich ist es halt das beste Spielerlebnis, was ich in diesem Jahrgang hatte. Bin ich bei dir. Also ich glaube auch tatsächlich, also ich habe das auch in Oberhof mitbekommen, wo Jurymitglied Sandra Lemberger das mit ihrer Familie sich hingesetzt hat und gespielt hat. Und die haben das an dem Abend durchgespielt und waren auch begeistert. Und ich meine, nun ist das natürlich eine Spielerfamilie, aber die spielen natürlich trotzdem meistens eher auf Familienniveau, sage ich jetzt mal. Auch wenn die Sandra auch natürlich in der Kennerjury mit drin ist.
aber auch da natürlich jetzt nicht so tief ist und tatsächlich Kennerniveau noch das ist, während sie Expertenniveau wahrscheinlich dann eher so sagt, so sie vertraut vielleicht irgendwie. Kurzer Hinweis nochmal, ich vermute jetzt hier gerade sehr viel. Ich gehe von dem aus, was ich an Erfahrungen da sammle, auch im persönlichen Gespräch oder in dem, was ich sehe. Von da aus gesehen kann ich mir vorstellen, dass also diese Begeisterung natürlich auch dann bei den regulären Kennerspielern einschlagen kann, wenn sie bereit sind, zu sagen, okay, dann investieren wir die Zeit. Und dass das Ding so viel Zeit braucht, das steht auf der Schachtel drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine versteckte Information wäre. Aber ihr seht jetzt nicht, dass dieses Spiel gewinnt, oder? Ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. Es wäre geil, aber ich sehe es nicht. Ja, ich denke mal, das wird zwischen Carpe Diem und Flügelschlag ausgemacht werden, dieser Preis. Und da weiß ich auch nicht, wo es da hingeht. Ich tendiere eher zu Flügelschlag. Ich habe gerade so gedacht, Carpe Diem wäre wahrscheinlich. Naja, da kannst du mich wahrscheinlich auch wieder in 4 Wochen fragen, dann sieht es auch bei mir schon wieder anders aus. Ich weiß es auch nicht. Also bevor die Nummerierung feststellt, habe ich gesagt, so ein Flügelschlag hat, also wenn ich bedenke, was da alles abgeht, das wird wahrscheinlich alles reißen. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich das Gefühl habe, dass das Carpe Diem in diese Liste reingerutscht ist, weil echt viele in der Jury das total grandios finden. Hm. Und dass diese Grandiosität sich dann bis zum Ende durchschlägt. Ja, ich habe das Gefühl, dass bei Flügelschlag so das Ende des Spiels so ein bisschen halt die Spannung des Spiels flacht halt irgendwie so am Ende, gegen Ende halt ab. Da weißt du die letzten 3 Züge, was du zu machen hast. Also unabhängig von meiner Meinung zu dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es dem Frank einfach echt gönnen. Dem Frank Heeren vom Feuerland Verlag. Im Chat kommt gerade die Frage, Flügelschlag wird bei der Krönung nicht lieferbar sein. Kann das die Verleihung beeinflussen? Ich weiß jetzt nicht, woher diese Info kommt, dass es nicht lieferbar sein soll. Ich hatte mit dem Frank Heeren am Wochenende geredet. Bis zur Verleihung ist auf jeden Fall Ware da. Ja, ich denke mal, zur Berlin-Con werden die auf jeden Fall Zeug da haben. Auf jeden Fall. Das liegt ja am gleichen Wochenende. Das kann er auf jeden Fall unterstreichen. Die Problematik ist eher, weil das natürlich entsprechend auch eine Produktion ist, wenn das gewinnen sollte, dann müssen sie mal gucken, wie sie die ausreichenden Mengen hinkriegen. Ja. Vor allem die Eier. So viel Eier können die gar nicht legen beim Feuerland Verlag. Ja. Also, okay, schöner Hinweis, 31. Juli, das ist natürlich so ein, wir stellen uns mal sicher, dass das bis dahin da ist. Das ist so eine Art Platzhalter. Vertraut mir, die werden dafür sorgen und im Notfall fliegen die eine Palette ein, damit sie bei der Verleihung das Zeug auch vor Ort haben. Ja. Also, das ist das kleinere Problem. Ja, wie gesagt, ich denke mal halt auch der Berlin-Con werden sie sicherlich was da haben, um das auch zu verkaufen, könnte ich mir vorstellen. Gut, noch irgendwelche Überraschungen? Ja, was? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich freue mich total über das Tiefe Land, dass Paper das Tales. Auf der Empfehlungsliste was? Ist. Tiefe Land, ja. Tiefe Land, ja. Das finde ich schön. Ich möchte es immer noch spielen. Wir müssen das mal spielen. Ich wollte mir ein Exemplar in Herne mitnehmen und ich saß morgens mit dem Team von Feuerland am Frühstückstisch. Und meinte so dann am Samstag früh, ich muss noch eins mitnehmen. Und die so, ja, komm einfach vorbei. Und Sonntag früh meinte ich, verdammt, ich habe vergessen, ich muss heute vorbeikommen. Die so, nee, ist ausverkauft. Ja, Pech gehabt. So ist das manchmal. Ja, du wirst nicht umkommen, du hast bestimmt keine Spiele mehr zu Hause. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Das denke ich mir jetzt auch mittlerweile. Gut, haben wir noch was zum Kinderspiel irgendwie was zu sagen? Oder da wird es. Wie viele Treffer hatten wir in der Kinderspiel? Null. Ich kenne die Spiele nicht. Jetzt mal. In der Summe oder jeder einzeln? Sowohl als auch. Bei den Nominierten null bei null. Also, ich meine, sagen wir so: keiner von uns ist Kenner, was die Kinderspiele betrifft. Das ist tatsächlich eine eigene Kategorie. Und ich finde das jetzt total spannend, da diese Spiele dann auch kennenzulernen. Und ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich die auch alle in Tann haben, dass ich sie mal kennenlernen kann. Genau, also letztes Jahr hatten wir die alle in Tann auf jeden Fall dabei, glaube ich. Ja, sind ja, auch genug Kinder dieses Mal da. Genau, also wir können es auch mit den Kindern spielen diesmal. Mit der Zielgruppe. Wir werden zusehen, dass wir die auf jeden Fall da haben. Ich weiß nicht, ob meine Kinder jetzt noch Zielgruppe sind. Ja, deine. Da ist jetzt aber ein Geschicklichkeitsspiel bei. Ne? Teil der Wikinger ist, wir sollten sie wenigstens noch vorlesen. Also das sollte. Ja, mach das mal. Ich lese die mal vor. Also Teil der Wikinger, das ist wieder der klassische, oder das Haber-nominierte Spiel dieses Jahr. Gogo
Go Gecko Go. Go Gecko Go. Und Fabulantica. Go Gecko Go war, glaube ich, Zoch und Fabulantica war Pegasus, richtig? Korrekt. Fabulantica ist von Marco Teubner, der ja schon solche schon Sachen gemacht hat wie Stone Age Junior. Der ist ein Profi, was Kinderspiele betrifft. Deswegen bin ich mir sicher, dass das auch ein richtig gutes Spiel sein dürfte. Und das Go Gecko Go, das sieht nach einem Fun-Ding aus. Also da hatte der Jörg Körninger hat vorhin auf seinem Kanal nochmal das mit seiner Tochter gespielt. Das sah schon funny aus. Wir werden das in Tannen auf jeden Fall irgendwie dabei haben. Das werden wir. Ansonsten, wenn ich noch einen Wunsch äußern könnte, ich muss zugeben, ich weiß, wir sind manchmal echt unvorbereitet. Und das vor allem, wenn es darum geht, Namen zu nennen. Also wir tun uns ja auch manchmal mit ausländischen Namen schwer. Ich hätte mir gewünscht bei der Bekanntgabe, dass der Juryvorsitzende sich nochmal kurz schlau macht, wie er bestimmte Namen aussprechen möchte, wenn er das schon vor der Kamera tut. Also ich gebe zu, ein Ignacy Cevicek ist ein schwerer Name, aber der Verlag heißt nicht Portalspiele. Komisch. Das ist so, das wollte ich jetzt einfach nochmal kurz in den Raum ranken. Portalspiele, ja. Schön. Genau. Gut, dann lassen wir die Nominierten mal Nominierten sein und warten dann mal aufs Endergebnis und kommen jetzt zu unserer Fragestunde. Und ja, ich denke einfach, Arne kann die erste Frage einfach mal einspielen. Das wird jetzt ein ganzer Block. Ich spiele jetzt mal im Block. Also erstmal die Frage, also wir hatten jetzt unser geplantes Thema für diese Woche ist erstmal hat sich erledigt, ist ausgefallen, weil der Gast nicht konnte. Vielen Dank, Jürgen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal eine Fragestunde. Es werden jetzt nur Audiofragen eingespielt, also die über WhatsApp uns erreicht haben. Ich habe dann nochmal die Leute ein bisschen angeschoben. Die haben dann auch fleißig geantwortet. Jetzt kommt immer so ein ganzer Block. Ich hoffe, er stellt sich vor, den Namen habe ich nicht mit aufgeschrieben. Ich fange mal an. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Kai. Ich habe folgende Frage und zwar, mit welcher Berühmtheit würdet ihr gerne mal ein Brettspiel spielen und welches Brettspiel wäre das? Weil ich aber so ein netter Kerl bin, will ich euch mit der Frage auch nicht ganz alleine lassen. Es kann ja sehr gut sein, dass euch so spontan keine prominenten Berühmtheiten einfallen. Deshalb hier mal meine Vorschläge. Lieber René, stell dir vor, du sitzt am Spieletisch mit dem Dalai Lama. René. Mit dem Dalai Lama. Was würdest du mit dem Spiel da? Also warte mal, er fragt uns, mit welcher Berühmtheit wir gerne spielen ja, jetzt, würden. Genau, jetzt. Und dann gibt er so als Beispiel so, hey, du doch gerne Orks schlachtest und so. Wie wär's mit jemandem, der sonst im Steak blutig ist, dem Dalai Lama? Hätte auch Gandhi wählen. Ja, soll man jetzt dazu ein Spiel sagen? Oder wie Also ihr kriegt jetzt auch noch Leute vor. Ja, ja. Okay, ich überlege gerade, was würde ich mit dem Dalai Lama spielen? Puh. Ah. Ein Dungeon Crawler wäre es tatsächlich, glaube ich, nicht. Aber. Wer ist mit The Mind? Hanna, The Mind, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ich würde vielleicht sowas wie Seven Wonders. Irgendwas, was Aufbauendes. Obwohl das bei Seven Wonders... No. Gibt's auch Krieg. Ja, aber es ist... Das ist schon sehr, sehr uninteraktiv. Also das kann ich das lasse ich jetzt als nicht kriegerisch gehen. Vielleicht irgendwas mit Wiedergeburt oder sowas, dass man wieder hier so Small World. Man kommt immer wieder. Genau. Man kommt immer wieder. Ei. Oder ja, Time Stories. Da kannst du es auch alles nochmal durchkauen mit der Wiedergeburt und der so. Der Dalai Lama ist doch die Wiedergeburt des Buddhas, oder wie war das? Ne? Das ist doch, ist das nicht so? Ich weiß nicht, was das ist. Aber die Frage ist doch, warum nicht ein Dungeon Crawler mit ihm? Ja, Horizonterweiterung. Nein, weiß ich nicht. Also, er muss ja selber keinen umbringen. Das ist ja. Aber.
ist wirklich der Beste. Finde ich gut. Ich überlege mal, vielleicht fällt mir noch mehr ein. Ich spiele mal den nächsten. Warte mal, kurz nochmal um den ersten Teil der Frage. Es ging ja darum, mit wem wir gerne spielen würden. René, gibt es denn jemanden, mit dem du ansonsten gerne mal irgendeiner berühmten Persönlichkeit spielen wollen würdest? Eine berühmten Persönlichkeit? Ich würde tatsächlich gerne mit einem Top-Politiker, gerne mit einem Bundeskanzler oder mit einer Bundeskanzlerin spielen. Halt mal die Klappe. Ja, okay. Das wäre doch besser. Ja. Alexander von Humboldt würde ich mal gerne spielen, aber das hat andere Gründe. So, am besten so ein Entdeckerspiel oder sowas. Okay. Matthias, hast du noch einen? Ich weiß, dass ich wirklich gerne mal mit Alex Randolph was spielen würde. Aber das ist an der Stelle auch eher so Neugier auf so eine Person, die ich total faszinierend finde von dem, was sie auch geleistet hat. Sonja, hast du noch einen? Ja, ich habe ein bisschen Zeit gehabt, drüber nachzudenken. tatsächlich bin ich gerade auf Will Wheaton gekommen, der ja selber auch sehr viele Brettspiele spielt. Und den finde ich schon sehr cool, den würde ich grundsätzlich gerne mal kennenlernen und dann noch sehr gerne mit ihm Brettspiel spielen. Soll ich mal den nächsten anschubsen? Ja. Liebe Sonja, du sitzt am Spieletisch mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Nicht zu kompliziert. Ich wollte gerade sagen, also meint es schon zu kompliziert. Lama. Lama, ja. Haben wir tatsächlich nee, auch das kriegt auch nicht. Oh, das ist ein super Spielevater, sagt Pieface. Das finde ich ja grandios. Sehr gut. So 32 Dalai Lama hätte man auch Lama spielen können. Stimmt, Dalai Lama. Oh Mann. Oh, ich habe die Trommel nicht in diesem Ordner mit den Soundfiles liegen. Egal. Oder Liveface. Oh Mann. Ja. Links unten ist heute wieder richtig gut drauf. Ich merke das schon. Matthias, du teilst dir den Spieletisch mit Lady Gaga. Nicht so kompliziert ist. Nee, ich glaube, die ist hochbegabt, ne? Wie war das? Ja, das kann sein. Aber ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich da für mich die Herausforderung suchen. Ich würde das gute alte Andrea Meyer-Spiel SingStar nehmen, das ja bei Raven sogar mal rauskam. Also so, das ist ja auch so eins, wo man so Karaoke-mäßig auch in der Brettspielversion spielen muss. Das wäre so das, was ich dann so, ich kann dann auch verlieren und habe ein gutes Gefühl dabei zu verlieren. Im Chat wurde gerade zweimal krasse Gagge geschrieben. Oh Mann. Achtung. Ja, lieber Arne, du sitzt zum Glück nicht in einem Boot, aber an einem fiktiven Spieletisch mit Heinz-Christian Strache. Das war der österreichische Ex-Vizekanzler, oder? Ja, der ist ja, also, Irgendwas mit Player Elimination finde ich gut. Also dann doch Werwolf. Hier, tiefe Taschen. Tiefe Taschen, ja, sehr gut. Oder hier, Junta, wäre auch bestimmt was. Mann, das sind ja gute Vorschläge. Russian Railroads würde auch funktionieren, oder? Eieiei. Wenn man die Folge irgendwie in 5 Jahren hört, versteht man den Gag nicht, aber egal. Ich vermute Secret auch, also Hitler. Sorry für Leute, die das jetzt nicht in 2019, sondern im Chat wurde gerade Secret Hitler vorgeschlagen. Ja. Vom lieben Manu, ja, das ist natürlich, hat jetzt genau so ein Werwolf rausgesucht, das keine Elimination hat, aber das thematisch einfach passt, das ist unfassbar. Hier ist noch eine Frage, ich weiß jetzt gerade nicht, was, naja, ich... Und da ja auch dieses Jahr ein Jahr der Partyspiele ist, jetzt noch abschließend, welches Spiel würdet ihr denn alle in großer Runde mit den eben genannten 4 Prominenten spielen? Alle 4 Prominenten? Mafia de Cuba? Nee, ich fände es ja cool, wenn wir so ein Teamspiel haben, so die 4 gegen uns 4. Oh wei, wir würden wahrscheinlich auch sogar noch verlieren. Captain Sonar. Captain Sonar, das ist doch geil. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir gewinnen. Weil der Donald, der weiß nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Und der Stache kriegt das nicht hin, das U-Boot ganz zu lassen. Und der Dalai Lama schießt nicht auf uns.
Ja, und Lady Gaga ist dann zu doof, das mitzuzeichnen, genau. Ich finde das hervorragend. Ja. Sehr schöne Fragen. Ja, vielen Dank. Das musste ich halt so jetzt, wir haben das jetzt ein bisschen angepasst, aber das war schon. Sehr, sehr schön. Ja, nochmal danke. Ich gucke gerade, ob irgendwas jetzt hier gut Spannendes dabei ist. Stimmt. Ich spiele mal was ab. Hallo liebe Bretterwisser, Tobi aus Münster hier. Eine Frage, die jetzt bei uns in der Spielrunde aufkam, die ich an euch weitergeben wollte. Glaubt ihr, dass Brettspiele jemals annähernd so viel Popularität erhalten oder erreichen werden wie digitale Spiele? Und wenn ja, was meint ihr, was für Weichen müsste man dafür stellen? Ich glaube nicht. Also ein Videospiel macht halt einfach so für Marketing-Leute kannst du halt einfach mit Krach, Bumm und Explosionen viel besser irgendwie so präsentieren als ein... Ja, aber vor weiß ich nicht, 30 Jahren war doch das auch nur die Nerd-Ecke, wo jedes Spiel von einem Ein-Mann-Betrieb oder Verlag quasi gemacht wurde. Und dann wurde das Ganze unter der Hand weitergeleitet. Aber irgendwann gab es mal ja den Umstieg und auf einmal wird das professioneller, das wird größer, es wird bunter, es wird mehr Bumm. Warum sollte das nicht auch für den Brettspielmarkt gehen? Also ich weiß nicht, ob ich das in meinen Lebzeiten noch erleben werde, aber ich kann es mir vorstellen. Es müsste dafür sorgen, ich meine, Computerspiele haben es ja geschafft, inzwischen mehr Umsatz zu generieren im Entertainment-Bereich als Movies. Und das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich, ziemlich große Hausnummer. Also das wäre wirklich heftig hoch. Was Computerspiele als Vorteil haben an der Stelle ist, dass da eine Generation reingewachsen ist. Als die tatsächlich in den 80ern aufkamen, das war ja so etwas, das haben halt die Nerds und vor allem die Kids und die Jugendlichen gemacht. Und die sind älter geworden, sind aber dabei geblieben. Bei Brettspielen hast du eher das Gefühl, das ist etwas, das spielen vor allem die Älteren und weniger die Kinder. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es einen eigenen Kinderspielpreis gibt und dass halt auch die Nichtspieler da irgendwie rangebracht werden. Und wenn du das hinkriegst, dass die Leute halt auch als Jugendlicher was spielen und da helfen auch gerade solche Spiele wie Just One und Werwörter, weißt du, das können Jugendliche im Alter von 12, 13, 14 auch alleine spielen. Da kannst du dir auch eine Generation ranerziehen, die sagt, ich finde das geil und ich spiele gerne noch mehr Brettspiele und so. Und wenn die größer werden und dann das Ganze immer mehr wird, dann entstehen auch entsprechend größere Firmen. Man sieht es ja mit anderen Verlagen, die entsprechend dran wachsen, dass da auch tatsächlich irgendwann mal ordentlich richtig Knete drin ist. Also könnte mir das schon vorstellen, ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht. Die Frage wird, was war halt das ausschlaggebende Kriterium, dass die Computerspiele so viel Aufwind bekommen haben, ne? Und wenn du so ein entsprechendes Moment halt auch da erreichen kannst, ob jetzt bewusst oder unbewusst, kann das durchaus passieren. Da kann ich jetzt echt nur in die Vermutung gehen, weil da kenne ich mich tatsächlich weniger aus. Aber ich glaube zum Beispiel bei Computerspielen hat es sehr geholfen, dass tatsächlich die PlayStation. Also weil die Leute haben dann damals, glaube ich, die PlayStation 2 oder 3 war das, die haben die gekauft, weil die hat auch ein DVD-Abspielgerät. Die Leute haben dann gesagt, ja, wenn ich mir schon einen DVD-Player kaufe, dann kann ich mir das auch mit einer PlayStation kaufen. Und dann haben sie die halt auch gespielt. Und die nächste PlayStation war dann ein Blu-ray-Abspielgerät. Also die Leute wollten irgendein Medium genießen und haben gesagt, ach, dann nehme ich mir auch noch gleich die Konsole mit dazu. Das sehe ich jetzt noch nicht, dass das bei Brettspielen in derselben Form kommen kann. Aber wer weiß. Aber ist nicht auch ein großer Unterschied, dass man die meisten Computerspiele alleine spielt und bei vielen Brettspielen Mitspieler braucht? Ja. Aber heute ist ja genau das Gegenteil, oder? Die meisten Spiele, die jetzt rauskommen, haben eine Singleplayer-Kampagne, aber eigentlich, was die Leute wollen, sind die Online-Modus. Ja, aber ich lade mir ja nicht 64 Leute in mein Wohnzimmer ein. Ich sitze ja immer noch alleine vorm Rechner. Und die anderen sitzen halt woanders. Ja, aber der Wunsch danach, nicht alleine, sondern gegen reale Personen zu spielen. Ansonsten könnt ihr sagen, Online-Modus ist ja Schwachsinn. Das können sich die ganzen Firmen sparen. Kostet nur Geld in der Entwicklung. Ist fehleranfällig. Die Leute können ja alle mit Bot gegen Bot spielen. Das funktioniert genauso gut. Da können wir 180 generieren, wunderbar. Aber die Leute wollen ja gegen reale Personen. Die wollen ja, dass
warum auch immer sie das wollen, aber das ist ja da das, der Wunsch. Ja, aber da muss ich mich ja nicht mit denen verabreden, sondern ich drücke dann einfach auf Matchmaking und dann sind die halt da. Das ist ja dann, die sind ja, aber ja das, virtuelle Mitspieler, die ja eher abstrakt aber das ja ist, da. Das ist doch bei Brettspielen auch schon so. Wenn ich spielen gehen will, dann gehe ich zum nächsten Spieletreff und dann, also ich meine, ich habe jetzt hier in Berlin natürlich den Vorteil, dass tatsächlich irgendwie in 4 Tagen die Woche irgendwo in der Stadt ein Spieletreff ist und dann kann ich da einfach hingehen und spielen. Und wenn man sieht, dass wir auch immer mehr Brettspielcafés haben, wenn die auch mal, dann sagst du, ich hab Lust, was zu spielen, du gehst ins Café und kannst dich dort mit Wildfremden hinsetzen und zusammen was spielen. Und das gibt doch jetzt auch schon, weiß nicht, ob das jetzt ein Kickstarter ist, der schon ist oder noch kommt, wo du quasi so ein Gestell für dein Smartphone hast als Kamera und wo du dann online gegen andere Leute spielen kannst. Das ist ja dasselbe. Ich muss mich nicht aus meinem Wohnzimmer rausbewegen. Ich filme mein Spielbrett ab, habe eine entsprechende Chat-Funktionalität mit meinem Gegenüber, Videostreaming vielleicht noch irgendwas und könnte dann auch so spielen. Also das ist jetzt kein, technisch heutzutage auch kein Hindernis mehr. Ich habe mich heute zum Tabletop-Simulator-Spielen verabredet. Ja, cool ist dasselbe. Auch da meine Einführung. Das ist total easy. Du wirst feststellen, das ist wirklich easy. Ja, aber aber das ist ja dann auch so eine Sache. Aber da hätte ich auch gleich noch eine Anschlussfrage eigentlich, aber die in die gleiche Richtung geht. Aber ich glaube nicht, dass die Brettspiele den Computerspielen da irgendwie ebenbürtig werden. Also im Chat wird auch gerade gesagt, irgendwie von wegen finanzieller Förderung durch die Politik, die ja bei den Brettspielen ja nicht stattfindet, ist doch korrekt, oder? Oder ist es gering? Bis gar nicht. Gering bis gar nicht, eher gar nicht. Und halt Computerspiele werden halt gefördert. Ja, aber Sonja hat bestimmt auch noch eine Meinung dazu. Wie gesagt, ich kann es mir auch nur ganz schwer vorstellen, eben aus diesem Grund, sicherlich gibt es technische Möglichkeiten, aber dass man halt auf Leute zugehen muss, dass man aktiv mit Leuten zusammensitzt, ist, glaube ich, immer noch was anderes als zu Hause vor meinem Rechner oder vor meiner Konsole und einfach vernetzt mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht persönlich kenne, denen ich nicht in die Augen schauen muss, zu spielen. Ja, aber wie gesagt, das ist doch technisch heute gar kein Problem mehr. Das musst du ja nur wollen. Wie gesagt, du könntest ja auch hingehen und sagen, hier, was gerade im Chat ankam, hier staatlich gefördert 20 Millionen und du baust hier so eine Online-Gaming-Plattform auf für Brettspiele, wo du randommäßig irgendwelche Leute à la Brettspielwelt, was das ja jetzt auch digital ja macht, irgendwelche Leute zugewiesen bekommst, mit denen du jetzt Lama spielst. Ja. Also ich glaube, das ist nicht unmöglich. Nein, aber die werden niemals. Wirklich so nicht, aber ich sehe es halt noch nicht. Ja. Ich spiele keine Computerspiele, so. Gut, dann hätte ich da nochmal so eine Frage, die in den gleichen Kreis sich bewegt. Mhm. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Stefan aus Hamburg. Moin. Heute aus einem Hotel in Wuppertal. Ich grüße euch. Ich möchte mal gerne von euch wissen, welche Brettspiele ihr denn auch gerne mal als App spielt, auf dem Tablet, Handy, wie auch immer. Und welche Spiele-Genres sich denn prädestinieren oder ja, geradezu eignen, dass sie als App umgesetzt werden und vielleicht sogar besser als das eigentliche Original-Brettspiel sind. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung und bis bald. Tschüss. Matthias, leg mal los. Also ich habe allein dieses Jahr irgendwie knapp 70 Partien Patchwork auf dem Handy gespielt. Ansonsten habe ich noch ein paar Partien Through the Ages auf meinem Handy gespielt. Alles nur gegen echte Gegner und also Mitspieler und nicht gegen die KI. Warum spielst du denn kein Brettspiel? Gegen weil die in anderen Bereichen des Landes leben. Ah. Dann hatte ich, spiele ich derzeit mit Victor abends so ein paar Züge immer Bubu, was ja auch inzwischen eine schöne Umsetzung hat. Und dann habe ich Bubu. Wir sind in der Szene. Wir können Bubu sagen, wenn wir die Burgen. Nein, wir haben immer neue Hörer. Ich habe heute einen akquiriert. Ach, sehr gut hast du das gemacht. Dann habe ich auf meinem Handy natürlich immer noch Ascension. Er sagt trotzdem nicht. Doch, ich habe es gesagt. Dann habe ich natürlich immer noch die Carcassonne-Umsetzung, die grandios ist. Die Lost Cities App ist auch sehr super, da gibt es auch einen ganz tollen Soundtrack zu. Die Zug-um-Zug-Umsetzung ist ganz hervorragend. Es gibt jetzt eine Andor-Umsetzung, die Suburbia-Umsetzung wollten sie noch. Also ich habe ganz, ganz viele Brettspiel-Apps. Ich werde mit dem Thema überhaupt nicht warm.
Also ich weiß ich nicht. Ich habe Suburbia, glaube ich, gab es mal irgendwie kostenlos irgendwann. Ich versuche es ab und zu mal, aber irgendwie fehlt mir da der Zugang, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, also wenn, dann spiele ich lieber ein Hearthstone oder sowas am PC, am iPad jetzt mittlerweile. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis, dort ein Andor zu spielen. Ich habe nicht das Bedürfnis, einen Burgen von Burgund zu spielen. In der Szene wird das auch Bubu genannt. oder Zug um Zug. Also irgendwie reizt mich das gar nicht. Ich muss dir da tatsächlich zustimmen. Ich bin total begeistert, wenn irgendwie, oh, guck mal, das Spiel jetzt auch auf dem iPad runterladen, zweimal gespielt, fertig. Es reizt mich tatsächlich so ganz kurz nur, das zu spielen, und dann ist die Faszination vorbei und das war's dann. Das einzige Spiel, das ich tatsächlich länger gespielt habe, war hier die Carcassonne. Kiste, die damals rauskommt, aber weil es damals einfach so in Anführungszeichen weit voraus war gegen allen anderen Brettspielumsetzungen, die es irgendwie online gab. Das war einfach eine phänomenale Umsetzung damals. Da habe ich viel gespielt, aber seitdem schafft es kaum App-Umsetzung, mich länger zu fesseln. Aber der Punkt ist ja, spielst du das einfach nur gegen die KI oder spielst du das tatsächlich gegen andere Leute? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich tausende von Partien spiele, aber sondern so eine kurze Patchwork-Partie gegen zum Beispiel gegen den Daniel, wie ich sie gespielt habe jetzt ohne Ende, das geht mal schnell nebenbei. Da machst du mal kurz deinen Zug, dann legst du es wieder zur Seite und eine Stunde später guckst du nach und machst den nächsten Zug. Ja, das zersplittert mir zu sehr, diese Spiele. Hatte ich mal mit Lost Cities gehabt. Aber da hat es mich halt tatsächlich gestört, dieses ich mache einen Zug. So, komm, mach voran, Typ. Wie immer du heißt, von welchem Land du auch kommst, mach jetzt. Ja gut, wenn du gegen natürlich irgendwelche Wildfremden spielst, ist es natürlich schwierig. Ich spiele tatsächlich in erster Linie nur gegen Leute, die ich auch kenne. Ja, aber dann hast du trotzdem irgendwie zwischen den Zügen 2 Stunden. Ja, aber das stört mich nicht. Also, weil ich mache meinen Zug, weil es hetzt mich dann auch keiner. Ich kann in dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, gucke ich es mir an, schaue mir noch mal kurz die Spielsituation an, was ist da, analysiere kurz, und ob ich mir jetzt für diesen Zug dann eine Minute oder 10 Minuten oder eine Stunde Zeit lasse zu entscheiden, das ist dann nämlich egal, weil mich keiner hetzt. Ja, aber das macht für mich irgendwie dieses Spielgefühl, reißt mich da komplett raus, also das ist, nee. Sonja? Was ich relativ häufig spiele, sind einfach so schnelle Würfelspiele, also ganz schön clever und auch doppelt so clever. Habe ich in letzter Zeit unzählige Male auf dem Smartphone gespielt. Auch nochmal, also solche Dinge, die halt einfach schnell und kurz zu spielen sind. Ich habe auch diverse andere Apps, zum Beispiel Kingdom Builder, die Schlösser des König Ludwig, auch Carcassonne natürlich, wo ich jetzt aber gestehen muss, dass ich die längere Zeit schon nicht mehr angefasst habe. Das ist immer so phasenweise, aber ich spiele dann auch eher gegen die KI und nicht gegen echte Gegner. Verstehe. Fand ich jetzt aber spannend, die Antworten, muss ich sagen. Nicht erwartungskonform. Das würde mich mal interessieren, wie das bei anderen, bei den Hörern irgendwie sich. Ah, jetzt kommt wieder dieser YouTube-Mensch durch. Nee, ist doch richtig, machen wir doch. Schreibt's in die Kommentare. Genau, wie das bei euch spielt, ihr Brettspielumsetzung von Apps? Andersrum. Brettspielumsetzung von Apps, genau. Gibt es auch, Farmarama zum Beispiel. genau, wie hieß das? Farmville hieß das da. Gibt's das überhaupt noch? Keine Ahnung. Also, schreibt's mir hier irgendwie. Spielt ihr Apps von Brettspielen? So rum. Gut, dann bringen wir noch mal ein bisschen Meta rein. Hi, hier der Manu. Ja, nachdem ich letztes Jahr aufgrund von Zeitmangel die Spieleentwicklung und ja das Brettspiellabor aufgrund von der DSGVO so ein bisschen auf Eis gelegt habe, habe ich mir Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich Spielen für mich. Und dabei habe ich gemerkt, dass Spielen eine totale große Faszination in mir auslöst und ich einfach gar nicht anders kann, als über Spielen und Spiele nachzudenken. Genau, und meine Frage an euch wäre jetzt, was fasziniert euch so an Brettspielen? Also was löst bei euch diese große Faszination aus, dass ihr seit Jahren spielt und auch viel Zeit in die Bretterwisse reinsteckt, in all das,
da muss ja irgendwas Größeres sein, ja, was euch da fasziniert. Und das würde mich mal interessieren. Das schließt sich jetzt natürlich genau an. So, warum spielen wir Spiele? Für mich ist es nämlich tatsächlich diese soziale Interaktion. Also ich mag es halt, mich mit Leuten an den Tisch zu setzen, um entweder gegen sie oder mit denen zu spielen und vielleicht auch nochmal irgendwie sich zu unterhalten, so wie war dein Tag, wie war deine Woche, wie war dein letzter Monat, keine Ahnung. Also dieses soziale Interaktion ist da irgendwie für mich, glaube ich, das Wichtige. Und deswegen ist halt wahrscheinlich auch so dieses, ich spiele keine Brettspiel-Apps, so, weil mir das da fehlt. Das könnte so oft so bei mir zusammenhängen. Dann, ich schließe mich einfach mal gerade in Anführungszeichen dir an. Auch der Grund, ich spiele wenig diese Apps, weil ich nicht reingezogen werde. Dieses, ich mache einen Zug und spiele 2 Stunden weiter. Mir ist es so wichtig zu sagen, ich werde in diese Welt reingezogen. Ich bin ja nicht so der Lama-Spieler oder sonstiges, der jetzt so ein kurzes kleines Spiel macht. Spiele ich auch mit und habe dann meinen Spaß dran, weil ich mit den Leuten zusammen bin. Aber die richtige Faszination kommt bei mir auf, wenn ich in eine Welt abtauchen kann, wenn ich wie bei Detective in eine Story eintauchen kann, wenn ich was erleben kann, was entdecken kann, was Neues finden, entdecken, aufbrechen kann. Also das macht die Faszination bei mir aus. Neue Welten, die sich einem auftun. Dann natürlich auch dann das zusammen zu erleben, sich auszutauschen, zu diskutieren, zu hinterfragen. Das ist tatsächlich das, was mich reizt und deswegen halt auch dabei hält und sagt so, dann kommt halt der nächste Dungeon Crawler, der wahrscheinlich nicht viel anders macht als die anderen auch, aber er gibt es zu, er hat es zugegeben. Stelle markieren und aufheben. Nein, also. Aber er hat das doch nur versucht für dich zu erklären. Ach so. Für den Pro genau. Gibt es da Riesenunterschiede. Ah, okay. Ja, der Unterschied alleine schon, es ist eine andere Welt, es ist eine andere Story, die dahinter ist und wenn die Autoren oder der Autor sich da viel Gedanken gemacht hat und sich dich mit reinzieht in diese Welt, dann macht das halt unheimlich viel Spaß und das ist das, warum ich gerne spiele. Sonja? Und für mich ist es auch das Zusammensein mit anderen, aber auch die geistige Herausforderung, der ich mich ganz gerne stelle. Und für mich als Informatiker ist es halt auch einfach der Ausgleich zum Arbeiten am Computer den ganzen Tag. Deswegen mag ich auch kaum noch Konsolenspiele spielen, PC war eh nie so meins. Aber dann greife ich ja lieber zum Brettspiel, als mich wieder vor irgend so eine Kiste zu setzen. Matthias, du darfst jetzt antworten. Halte dich kurz, bitte. Ja, das Problem ist tatsächlich, ich meine, für mich ist diese Frage nicht neu, aber ich stelle mal wieder fest, das Tolle für mich am Spielen ist, dass es halt nicht die eine Sache ist, warum ich gerne spiele, sondern dass es so viele verschiedene Sachen sind, dass Spielen so vielfältig ist, dass alles davon für mich ein Grund ist, das spielen zu wollen. Ich mag eine Geschichte erleben, so wie der René. Ich mag mit Leuten gesellig beisammen sein, so wie der Arne. Ich mag tatsächlich so ein was anderes tun, als vor dem Bildschirm tatsächlich zu arbeiten, so wie die Sonja. Ich mag aber auch zum Beispiel die Herausforderung, sich also auch so einem Puzzle zu stellen. Sowas, was jetzt auch gerade so mit Solospielen halt manchmal drin ist. Aber auch bei manchem Expertenspiel in der Mehrerrunde sich wie ein Puzzle anfühlt. Und was auch gerade bei kooperativen Spielen sich wie ein Puzzle anfühlen kann. So, was ist jetzt der beste Zug und so? Gerade wenn es da wieder irgendwas reingeht, wenn ich da, wie mache ich das jetzt bei Flashpoint, dass wir da überleben, wenn da wieder ein Feuer ausbricht. Also da gibt es so viele Kleinigkeiten, die mich immer wieder faszinieren, die mir Spaß machen. Und wenn ein Spiel irgendeins davon triggert dann und ich in der richtigen Runde bin, dann habe ich an diesem Spiel auch Spaß. Ich habe halt Spaß an einem Lama und an einem Werwörter und an einem Detective und an einem Carpe Diem. Und das Spielen mich so vielseitig begeistern kann, das finde ich vor allem so toll. Ja, ich glaube, du bist da, ja, ich glaube, dass du am meisten von uns spielst, ist, glaube ich, auch so außer Frage, oder? Ich weiß nicht, wie Sonja, ob der Sonja jetzt dazwischen grätschen möchte, aber Ich denke nicht, dass ich das Spielpensum von Matthias erreiche.
So viel Spiel. Ja, wenn du mal weniger zum Fußball gehst. Jetzt ist Sommerpause, jetzt wird es wieder mehr. Also tatsächlich ist es in den letzten Jahren durch die Brettspiele sehr viel weniger Fußball geworden. Okay. Fußball-Brettspiel. Ja. Gut, Matthias hat gerade noch so einen Punkt angestoßen. Den könnten wir gleich nochmal anschließen. Grüezi miteinander. Hier ist der Severn aus der Schweiz vom Brettspieler-Podcast, den die Welt nicht braucht. Meine Frage der Woche lautet: Spielt ihr auch Solospiele? Und wenn ja, welche wären das? Vielen Dank für eure Antworten. Bis dann. Ciao zusammen. Arne? Nein. Ja. Nein, ich spiele keine Solospiele, aber hängt wahrscheinlich dann auch wieder mit dieser Faszination. Hängt ja irgendwie alles so heute zusammen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich will mir immer vornehmen, ich möchte ein Solospiel spielen, dann setze ich mich dann doch wieder vor die Konsole, wenn ich mal irgendwie eine halbe Stunde habe. Da drücke ich halt auf den Knopf und dann ist halt Entertainment da. Bei einem Brettspiel sieht das halt anders aus. Sonja? Ja, kommt durchaus vor. Wobei ich, was mir nicht so gefällt, ist zum Beispiel, ich habe ein Fest für Odin und so, solche Sachen mal solo gespielt. Das ist mir zu viel, was ich aufbauen muss, um dann damit Spaß zu haben. So kürze Sachen, so ein Freitag zum Beispiel, spiele ich durchaus ganz gerne mal. Wobei sich halt auch selten Gelegenheiten ergeben. Also ich nehme sowas mal mit ins Hotelzimmer, wenn ich irgendwie auf Dienstreise bin. Sonst von Sachen, die ich hier zum Rezensieren habe, wenn die eine Solo-Variante haben, versuche ich die mal auszutesten. Aber so richtig viele Gelegenheiten gibt es bei mir eigentlich nicht, wann ich mir so ein Solo-Spiel vornehme. Ja, da bin ich natürlich anders. Also die Menge an Gelegenheiten, wo ich dann tatsächlich sage, dann das kann ich mal solo ausprobieren, sind etwas größer. aber ich muss zugeben, ich habe auch Solo-Spiele erst irgendwie vor ein paar Jahren, inzwischen einige Jahre, aber für mich entdeckt. Ich habe anfangs auch gesagt, so, warum soll ich solo was spielen? Dann kann ich mir einen Film angucken oder irgendwas, ein Buch lesen oder so. Buch lesen, okay. aber ich habe tatsächlich also festgestellt, also manchmal so, ja, so ein Fest für Odin hat ganz viel Aufbauzeit, aber da sitzt man auch ganz lange dran und das fühlt sich dann erfüllend an. Auch so ein Aller Erde ist solo total spannend, um die ganzen verschiedenen Strategien mal durchzutesten. Gerade wenn man das Gefühl hat, mein normaler Gegner für dieses Spiel ist deutlich stärker als ich, was gibt es denn für verschiedene Sachen, was kann ich in einem Solo-Modus einfach mal probieren? Aber auch so reine Solo-Spiele faszinieren mich ja, weil sie halt auch nochmal Sachen anders erzählen können. Und natürlich kommt dann meine Liebe zu den kooperativen Spielen noch dazu, die manchmal auch, sage ich jetzt mal so, solo gespielt werden könnten. Also ob ich jetzt Pandemie zu viert am Tisch spiele oder alleine mit vier Rollen, es funktioniert ja auch. Also von da aus gesehen, ich finde Solo total toll an der Stelle, bevor ich irgendwas anderes Doofsinniges mache, sage ich jetzt mal. Fehlt dann auch der René. Ja, ich habe auch die Solo-Spiele in den letzten, ja, im letzten Jahr besser gesagt, für mich entdeckt. Wir hatten ja vor, weiß ich nicht wie viel langer Zeit, hatten wir schon mal eine extra Sendung über Solospiele. Da hat mich das noch gar nicht gepackt. Aber mittlerweile, da gibt es ja auch eine komplette Subszene, sage ich jetzt mal, in der Brettspielszene, die sich alleine mit den Solospielen beschäftigt. Wobei mich tatsächlich die kooperativen Story Sachen da mehr interessieren. Es gibt ja auch die reinen Solospiele, die nur darauf ausgelegt sind, solo gespielt zu werden. Die probiere ich jetzt auch mittlerweile nach und nach aus und macht mir Spaß. Aber tatsächlich, weil ich jetzt sage, so ein Dungeon Crawler, der kooperativ gegen das Spiel ist, da kann ich auch super sagen, oh, jetzt setze ich mich hin, einen Abend, weil, weiß ich nicht, auf die Kinder muss aufgepasst werden und sonstiges und man hat gegebenenfalls nicht die Leute, die jetzt in der Woche Abend Zeit haben zum Spielen, kann man das auch super alleine machen und um dann in die entsprechenden Welten abzutauchen und das dann zu erleben, klappt bei mir hervorragend. Mache ich also mittlerweile auch total der gerne. Der Sevan, der ist natürlich Schweizer, der hat auch einen schönen Podcast, den kann ich jetzt auch mal kurz empfehlen an dieser Stelle. Sag doch mal bitte die URL. Ich kann sie mir nicht merken. Der Podcast, den die Welt nicht braucht, .blogspot oder so? Ich bin mir nicht gerade ganz sicher. War, glaube ich, auch gerade im Chat.
Ja, also da gibt's also auf jeden Fall gerade für Solospieler empfehle ich halt auch gerne nochmal den Solo Manolo. Hier habe ich die URL. Der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. .home.blog. Also alles zwischen der und .home ist also ein Wort und das ist schon, das ist eine lange URL, aber dann, das ist schon, ah ja, da ist sie ja. Das ist, also das ist auch mal was anderes. Das ist sehr schön. Gut. Ja, dann haben wir den auch noch. Bitte? Nächste Frage. Dann haben wir den auch untergebracht. Da war uns da gerade unten links befinden, würde ich sagen. Na, wer kommt jetzt? Und der Olli. Wer kommt jetzt? Hallo, liebe Bretterwisser. Hier kommt mal von ganz links unten, wobei eigentlich bin ich gerade rechts unten unterwegs, egal. Eine besondere Frage. Ich hoffe, ihr könnt sie einigermaßen beantworten, denn ich tue mir mit der Antwort selber relativ schwer. Und zwar geht es um die Unique Games, die Asmodee letztes Jahr vorgestellt hat in Essen. Man hat dann relativ viel davon gehört, Positives, Negatives. Doch schlagartig ist es ganz ruhig Woche um diese Unique Games. Ich frage mich jetzt, ist dieses Konzept, dieses Spielekonzept Unique Games überhaupt, ja, kann man damit überhaupt was erreichen? Oder erreiche ich hier beim Konsumenten, beim Spieler, mehr Frust als Lust mit diesen Unique Games? Da, ja, man kann ja nie sagen, was ich da in meiner Schachtel drin habe. Somit kann da relativ schnell einfach ein Frust entstehen. Wie seht ihr das? Wie ist da eure Meinung dazu? Viel Spaß in der Sendung, euer Olli. Entschuldigung, war ich ein bisschen schnell. Ja, ja, den Olli immer abschneiden. Ich habe da schon noch was geschnitten, der weiß Bescheid. Ja, ich hoffe, dass es noch nicht tot ist, weil ich finde das total spannend. Ich hoffe, dass das da noch mehr kommt. Ich finde es schade, dass das Experiment Discover, in meinen Augen ist es gescheitert. Das hat nicht gut funktioniert. Keyforge hingegen funktioniert ja sehr gut. Und ich denke, auch wenn bei mir innerlich natürlich dieser kleine Monk stirbt, der sagt, ich möchte es komplett haben. Ne, das wirst du ja nie hinkriegen. Du wirst das Spiel ja nie komplett haben. Es sei denn, du ruinierst dich finanziell und kaufst alle Packungen auf. Aber was dann dafür sorgt, dass sie noch mehr produzieren? aber ich hab das Gefühl, dass man, wenn man das richtig einsetzt, wie es bei Keyforge halt gemacht wird, da noch unheimlich viel rausholen kann an neuen Ideen. Und da hoffe ich einfach, dass da noch mehr kommt. Ich würde mich darüber freuen. Ich würde mich da René komplett anschließen. Also Discover ist in meinen Augen auch gefloppt, aber die Grundidee finde ich nach wie vor spannend und hoffe, dass da noch was kommt. Ich stehe ja auch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß so mit diesen Kampagnenspielen. Ich will die jetzt nicht in einen Topf schmeißen, aber meistens geht es ja doch irgendwie in dieselbe Richtung. Ich habe es, glaube ich, echt gerne, wenn ich so ein komplettes Spielerlebnis in so einer Schachtel habe, was man ja bei so einem Discover ja auch haben kann. Das Problem ist halt, man denkt sich dann halt immer so, ja, wenn ich jetzt vielleicht, jetzt war das nicht so geil, vielleicht ist das in einer anderen Schachtel doch besser. Also es kann vielleicht ein ungutes Gefühl zurücklassen. Und wenn ein Spieler mit einem unguten Gefühl zurücklässt, ist das eine ungute Sache, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, ich meine, es sind jetzt vom Discover halt irgendwie alle so, ne, so mehr oder weniger enttäuscht. Also man hat halt wenig Positives gehört. Und wenn man sagt, wenn jetzt das da noch drin wäre, vielleicht wäre es denn besser gewesen. So, ne? Ja, aber das hat nichts mit dem Unique-Mechanismus zu tun. Der Unique-Mechanismus, den finde ich dabei noch relativ gut, dass du halt unterschiedliche Sachen haben kannst. Du könntest dann mit den Leuten, weiß ich nicht, es hätte sich ein Forum oder weiß ich nicht, bei eBay hätte ich was, also wir tauschen Spiele untereinander aus, damit du auch mal hier die Landschaften. Aber das Spiel war ja einfach nichts. Das hat noch nicht mal was mit dem Unique zu tun. Oder vielleicht hat es was mit dem Unique zu tun, weil dann da keine entsprechende Story draus entstanden ist. Aber ich glaube schon, dass man da viel noch draus machen kann. Also
da hat es halt nicht geklappt. Oder vielleicht war auch die Erwartungshaltung zu groß das Spiel. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da die Erwartungshaltung vielleicht auch einfach zu hoch ist. Also für mich war die Erwartungshaltung vor allem deswegen zu hoch, weil man hat das Keyforge gespielt und dachte so, ist das geil und so. Und dann hat man sich auf das Discover noch mehr gefreut. Kleiner Disclaimer, ich habe das Discover noch nicht gespielt, hätte voll Bock drauf, aber ich kann auch, muss halt sagen, nach den doch etwas häufiger aufkommenden, nicht ganz so positiven Rezensionen, habe ich meine Zeit dafür noch nicht aufwenden können. Ich bring dir meins in Tann mit, dann kannst du es haben. Okay. Alles klar, mach das bitte. Also ich an dieser Stelle würde ich eine Hörempfehlung geben für Leute, die kein Problem mit englischsprachigen Podcasts haben. Es gab eine Ludology-Folge letzten November, wo sie den Autor von Discover im Interview hatten zum Thema Unique Games. Und es war total spannend, wie er davon erzählt hatte, wie sie tatsächlich, als sie diese Unique-Ideen auf dem Tisch hatten, wie sie versucht haben, da halt wirklich zu gucken, was kann man denn dann Spiele machen? Auch gerade im Hinblick auf, welche Restriktionen bietet einem denn das Ganze auch in der Produktion? Ja. Und das ist total spannend. Ich könnte mir vorstellen, da kann man wahrscheinlich noch mehr rausholen, aber du kannst das ja auch nur bis begrenzt, also du kannst nicht alle Variationen testen. Das ist ja auch, wenn man bedenkt, wie oft wird ein Spiel getestet, bevor es dann tatsächlich in den Druck geht und wie viel man in diesem Spiel testen muss und welche Kombinationen und bis zu welchem Limit man es nur testen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ergebnis vielleicht nicht unbedingt immer das allerbeste sein kann, sollen, möchte. Als Experiment fand ich Unique definitiv auch grandios und ich glaube, da ist mehr möglich, aber da kommt halt dann auch nochmal dazu, nicht jeder Verlag kann das angehen. Das wollte ich gerade sagen, also ich denke mal, da gibt es auch nur so irgendwie so eine halbe Handvoll Verlage, die das überhaupt stemmen können, also die ganze Logistik dahinter und die ganze Entwicklungsarbeit und Produktionskapazität. Das macht ja auch nicht jeder ein Legacy-Spiel, also von daher... Ja, das ist richtig. Ja, wobei, da ist ja, also wenn ich bedenke, jetzt sogar jetzt inzwischen One Night Ultimate Werewolf als Legacy-Spiel rausgekommen ist. Ja, aber die großen Legacy-Spiele kommen auch von den großen. Das ist richtig. Ja. Also von daher finde ich das nicht als abschreckend. Das heißt, es kann nur eine Handvoll Verlage machen, ja. Aber ist denn da irgendwie noch was in der Pipeline oder so am Horizont so Unique Game-mäßig oder ist das jetzt erstmal durch, das Thema? Ich habe zumindest keine Ankündigung gehört. Wahrscheinlich eher so Ende August, vielleicht weiß man da mal mehr, Richtung GenCon. Aber ja. Also René, du hättest aber weiterhin Bock auf dieses Konzept. Definitiv, weil ich denke, dass man da halt viel, viel mitmachen kann, viel experimentieren kann und natürlich, das Problem werden sein, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann werden sie es nicht weitermachen. So, und bei Discover denke ich mal, dass vielleicht stimmen die Zahlen noch, aber das Feedback war ja nicht so positiv. Ob sie dann sagen, wir riskieren es weiterzumachen, puh. Ich wünsche mir einfach, ich hoffe mal, dass es noch kommt. Alles klar. Hat die Sonja auch noch eine Meinung oder hast du jetzt die Frage? Nee, wie vorhin schon sagte, also ich wäre auch gespannt, was da noch möglich ist. Aber gerade bei Discover hatte ich halt das Gefühl, dass es da schwer fiel, irgendwie eine vernünftige Geschichte aufzubauen, weil es eben so weil man ja nie weiß, wie es zusammengesetzt ist. Hm. Ich habe selber keine Idee, wie man es umsetzen könnte, wäre aber gespannt, wenn da nochmal was kommt, dann würde es gerne ausprobieren. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, das so. Also nicht meine. Doch, genau deine. Zwei hätte ich noch. Dann los. Hallo, hier ist Dominik vom Podcast Nerd Meets You. Und meine Frage an euch wäre, wie kann man wettbewerbsorientierten Spielern den Reiz von kooperativen Brettspielen näher bringen? Sie also eigentlich überzeugen davon, dass das die besseren Spiele sind. Sind es die besseren Spiele? Moment, Moment, Moment. Ja, sind sie und nein, kann man nicht. Genau, glaube ich auch nicht. Also Leute irgendwie zwangs zu, naja, ich will jetzt nicht sagen Zwang, aber versuchen irgendwie gegen ihre Überzeugung irgendwelche Spiele zu spielen, sorgt doch auch nur für Frust und langfristigen Frust und dann
sind die halt. Das ist so, als würde ich versuchen, dem Arne zu erklären, dass er unbedingt ein Solo Mombasa spielen muss. Solo-Deduktion. Und dass der René einen ganzen Urlaub lang The Mind und Lama spielen soll und so weiter und so weiter. Also ich nee, glaube Solo, tatsächlich. Solo-Code 777. Ja, genau. So ein Deduktionsspiel. Ja. Katastrophe wäre das. Also ich glaube auch einfach, das ist total der falsche Ansatz, weil das ist so wieder so, ich muss dich davon überzeugen, was besser ist, und das muss man nicht, sondern man muss einfach nur sagen, du machst das, was dir Spaß macht, ich mach das, was mir Spaß macht, und wir können koexistieren und vielleicht finden wir etwas, was uns beiden zusammen Spaß macht. Und wenn jemand sagt, ich will keine kooperativen Spiele spielen, weil ich einfach diese Herausforderung des Gegeneinanders brauche und er nicht einsieht, dass wir immer noch gegeneinander spielen, gegen das Spiel, der kann ja dann immer noch sowas spielen wie, sage ich jetzt mal, Winter der Toten oder so, was ein kooperatives Spiel ist, wo man trotzdem gegeneinander spielt. Oder halt Tiefe Land, ne? Oder sowas. Ja, wobei das Tiefe Land, das ist etwas weniger kooperativ als Winter der Toten an der Stelle. Ja, das schon, aber du hast halt, naja, aber ja, du hast halt recht. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Leute zu irgendwas zwingen sollte, zu spielen, worauf sie eigentlich keine Lust haben. Aber René sagt, er ist trotzdem bereit, einen ganzen Urlaub lang nur The Mind und Lama zu spielen. Und 5 Gurken. Oder irgendein Stichspiel. Das ist nur die Frage, was kriege ich dafür? Oh. Ja, Sonja? Bin ja käuflich. Ich finde, das ist gerade das Schöne an einer Brettspielwelt, dass es halt für jeden Geschmack irgendwie das Richtige gibt. Und ich sehe es auch so, dass man da niemanden überzeugen muss oder sollte. Also ich habe auch meine Schwester zum Beispiel, ist komplett gegen kooperative Spiele. Mhm. Mit so kleinen Sachen, zum Beispiel The Mind, hat sie dann auch gerne mitgespielt. Aber da weiß ich halt, das packe ich da nicht auf den Tisch. Ich sag auch immer, also manchmal kriege ich auch so auf der Arbeit oder sowas so den Spruch um die Ohren. Ich mag ja keine Brettspiele. Und dann sage ich immer, es gibt für jeden das richtige Brettspiel. Ja, die dauern mir alle zu lang. Und dann gucke ich jetzt hier links auf dem Schreibtisch, da liegt halt ein 4,5 Minuten. Also wenn ein Spiel nur 4,5 Minuten dauert, kann das nicht zu lang sein. Ne? Ja doch, weil du spielst ja nicht nur eine Runde, sondern es werden dann irgendwie interessanterweise trotzdem 5, 6. Dann spiele ich 5-Minute-Dungeon. Und trotzdem wird derjenige was. Das dauert schon mal länger. Und trotzdem wird derjenige auch was zu meckern haben. Genau, derjenige wird trotzdem was zu meckern haben. Oder ich spiele eins Doodle Rush. So. Na, wenn das ich meine, die will, Leute kennen halt zum Teil halt nicht die Spiele. So, jetzt nicht durcheinander. Was? Wenn die Leute sonst nur Monopoly kennen, ist es ja kein Wunder, dass sie diese Ansicht haben. Genau. Deswegen, ich sage mal, es gibt für jeden das richtige Brettspiel und das muss man halt nur finden, was halt nicht so einfach ist. Es gibt für jeden den richtigen Film. Man muss nur wissen, welcher das ist. Ja, ist ja das Gleiche. Ja. Also zwingt keine Leute, zwingt keinen zu spielen, worauf er eigentlich keinen Bock hat. Also, oh Gott. Hilfe. Aber die größere Problematik ist tatsächlich, wenn man mit Leuten das erste Mal spielt, weil man sie nicht kennt. Da muss man natürlich rauskriegen, was das Richtige da ist. Ich erinnere mich an eine Partie in Oberhof, da hatte ich an irgendeinem Tisch gesessen. Wir haben irgendein tolles Spiel gespielt und meinte so, die Gruppe hat sich danach aufgelöst. Also ich habe hier noch ein geiles Spiel, das ich unbedingt mit dir spielen muss. Und ich so, dann pack's auf den Tisch. Und dann war es ein Geschicklichkeitsspiel. Und ich merkte richtig, wie ich überhaupt keinen Bock hatte, das Spiel überhaupt zu Ende zu spielen. Ich habe es natürlich höflichkeitshalber trotzdem gemacht. Sie haben danach gesagt, du mit einem Geschicklichkeitsspiel brauchst mir aber nicht nochmal zu kommen. Hast du so gegen den Tisch getreten? Oh, jetzt habe ich aber gewackelt. Ich habe versucht, irgendwie mitzuhalten, habe ihn aber mehr oder weniger schnell gewinnen lassen müssen, weil ich einfach unfähig war. So, wenn ich richtig mitgezählt habe, 2 habe ich noch. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Sven aus Berlin. Und eins meiner Lieblingsspiele ist Sheep and Thief. Ein schönes kleines Spiel, was in meinen Brettspielrunden immer sehr gut ankommt, aber kaum jemand kennt. Und deshalb jetzt meine Frage an euch. Was sind denn eure Lieblingsspiele, Spiele, die ihr gerne spielt, die vielleicht auch keiner kennt, die total unter dem Radar geflogen sind und eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten? Ich bin mal auf eure Antwort gespannt und bis bald. Tschüss. Matthias, bitte fasse dich kurz. Nee, ich lasse euch um euch reden. Ein Spiel, was ich eigentlich ganz cool fand, ist das Polterfass von Zoch. Das gab es mal vor ein paar Jahren. Das ist auch komplett irgendwie unterm Radar gelaufen. Ist aber ein tolles Würfel-Zock-Spiel. Davon hat, glaube ich, auch nie jemand geredet.
Das fällt mir jetzt so als erstes ein. Dann gab es ja diese Sky-Joe-Geschichte irgendwie, ja, wann war das, vor 2 Jahren? Ja. Was ja dann irgendwie auch so durch die Decke gegangen ist, so als Geheimtipp. Jetzt fällt mir so spontan jetzt nichts ein. Und Kompletto spiele ich auch ganz gerne, da redet auch irgendwie keiner von. Der René hat aber bestimmt einen Geheimtipp. Geheimtipp nicht, weil ja meistens die Spiele, die ich bevorzuge, nicht im Brettspiel Mainstream vertreten sind, zumindest nicht im deutschsprachigen Bereich. In Amerika sieht es schon etwas anders aus, aber ansonsten so die klassischen Dungeon Crawler oder was auch wenig Beachtung findet, aufgrund des Themas einfach zum Beispiel das War of Mine, was ich ein ganz tolles Spiel finde. Wo auch wenig drüber gesprochen wird. Sword and Sorcery zum Beispiel, Shadows of Brimstone, also alles, die sagt diese schweren Dungeon Crawler. Da bewegst du dich aber halt ja so ein bisschen so in so Nische, ne? Und ja. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ja, aber. Ja, meine Sachen sind halt eh so die. Alles, was bei René im Schrank steht. Nicht alles. Vieles. Viel. Ja. Sonja? Sonja überlegt tatsächlich noch. Ich glaube, ich spiele schon relativ viel Mainstream. Mir würde jetzt so spontan gar nichts einfallen. Irgendwas mit Schafen. Ja, wobei ich da gestehen muss, die sind dass nicht gut. Jedes Spiel mit Schafen auch wirklich gut ist. Aber er hat Chief and Thief genannt. Ja, das ich immer noch in der Originalausgabe habe und auch nicht durch die Pegasus-Ausgabe ersetzen möchte. Mit den Wattebäuschen. Ja. So, Matthias. Naja, ich habe einige von den Spielen ja in meinen Top 100 erwähnt. Von da aus gesehen weiß ich jetzt gerade gar nicht so, was ich als Geheimtipp noch geben soll. Was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, so als Geheimtipp für Leute, die vielleicht auch gerne Solo spielen, ist Mount Builders, was total spannend ist, wo du das in einem kleinen kartengesteuerten Spiel das Leben eines Indianerstamms von so versuchst aufzubauen und auch miterleben musst, wie du dann von irgendwelchen Kolonialisten zusammengeprügelt wirst, um es mal so zu formulieren. Das finde ich tatsächlich so einen kleinen Geheimtipp, den ich mal an der Stelle erwähnen möchte. Ansonsten kenne ich wahrscheinlich zu viele Spiele, die ich tatsächlich cool finde, die wahrscheinlich sonst kein Mensch kennt. Aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen wirklich sprengen. Ich belasse es mal bei dem einen. Ja, was mich übrigens bei dem Spiel des Jahres, um da nochmal hinzukommen, von City of Rome hat auch gar keiner geredet. Also City of Rome hatte ja bei der Fairplay-Liste ja mit Berrettini Nummer 1 geteilt. Das Spiel hat nicht einer genannt irgendwo. Oder? Das stimmt. Das ist auch irgendwie so untergegangen, halt das Gefühl. Zu Recht oder ungerecht, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber nur mal so, ich habe mal einen Schreund. So, ich setze die Kapitelmarke für die letzte Frage und dann... Hier ist nochmal kurz der Sven aus Berlin. Und gerade eben wurden ja die Nominierungen bekannt gegeben für Spiel des Jahres. Und ich habe mich gefragt, es gibt so viele tolle Erweiterungen, die es schaffen, dass beliebte Spiele immer wieder mal auf den Tisch bekommen. Und meine Frage ist, finden Erweiterungen zu wenig Beachtung? Sollte es da vielleicht einen Sonderpreis geben oder vielleicht eine eigene Kategorie? Was denkt ihr darüber, Bretterwisser? Nicht von der Spiel des Jahres Jury, würde ich sagen. Erweiterung. Brauchen wir da einen Preis für Erweiterung oder gibt es einfach Erweiterungen? Existieren die einfach nur? Ich überlege gerade, ob es international irgendeinen Preis für die beste Erweiterung gibt. Gibt es bei BGG Awards, gibt es da nicht irgendwie? Oder Dice Tower Awards gibt es? Puh, weiß ich gar nicht. Irgendwer wird bei bestimmt BGG schon. Wird eine Erweiterung auszeichnen. Ich glaube nicht, dass es einen Preis
gebraucht dafür. Ich denke, es gibt manchmal tolle Erweiterungen, die ein Spiel vielleicht runder oder kompletter machen, als es vorher war. Aber dann ist halt eher die Frage, warum sollte das einen Preis kriegen, wenn sie es vorher nicht drin hatten? Warum hat es gefehlt? Also ich denke nicht, dass, dass man einen Preis für eine Erweiterung geben sollte. Vor allem, was bewertest du denn? Bewertest du denn die Erweiterung oder wie ist das Spiel verändert oder nur die Erweiterung oder was bringt die Erweiterung dem Hauptspiel oder weiß ich nicht, das Bewertungs ist jetzt eine gute Erweiterung zu einem eher mäßigen Spiel eine gute Erweiterung oder wie setzt man da das Maß an? Sonja? Ich finde es auch sehr schwierig, eine Erweiterung zu bewerten, einzuordnen. Also Dice Tower hat Best Game Expansion als Award. Ich persönlich fände es tatsächlich spannend, wenn man sagen würde, bewerten tatsächlich mal Erweiterungen auch, weil ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr, also gerade in einer Zeit, wo die Leute die ganze Zeit sagen, ja, Cult of the New und ähnlichen Kram, da muss man doch auch mal irgendwie was und seine alten Spiele. Und an den alten Spielen wird zum Teil halt nur festgehangen wegen den Erweiterungen, die es jung und frisch halten. Wenn man mal guckt, wie viele Erweiterungen hat Carcassonne, ein paar Leute sind ausgestiegen wegen der Masse an Erweiterungen, würden das Grundspiel aber noch spielen. Andere Leute sagen, ja, ich brauche das aber, um das Spiel nochmal zu spielen. Wenn man sich mal, es gibt ja auch verschiedene Art von Erweiterungen. Ich meine, es gibt ja noch die Standalone-Erweiterungen, also so wie es Zug um Zug gerade auch macht, dann so jetzt mit New York und nach London und so. Ist das denn eine Erweiterung? Wäre die denn halt nicht so? Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass man tatsächlich auch die Qualität von Erweiterungen bewerten kann. Es gibt nämlich, also ich meine, es gibt die zwei großen Kategorien. Die eine ist more of the same, einfach mehr reinhauen, damit mehr Abwechslung und ähnliches ist. Es gibt dann aber auch die, die natürlich neue Elemente reinbringen, so wie bei Isle of Skye. Die erste, die bringt neue Elemente rein. Die zweite ist gefühlt etwas mehr more of the same. Hätte man vielleicht in einer anderen Reihenfolge rausbringen sollen, je nachdem. Ich glaube tatsächlich, dass Erweiterungen auch nochmal ein Feld sind. Wie kann man es richtig und wie kann man es falsch machen? Und dann ist es einfach so, dass dann so eine Erweiterung wie die erste von Carcassonne, dass die halt einen Preis kriegen würde für, die macht das Spiel nochmal besser. Wie das Städte und Ritter aus dem Katan echt nochmal ein total neues, geiles Gefühl rausholt. Und wie das Katapult dann eher so dann die goldene Himbeere einkassieren würde. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch der Szene nochmal geholfen ist, wenn man auch das bewerten würde. Und deswegen finde ich das eine super Kategorie, dass der Dice Tower sowas hat. Jetzt will ich natürlich mal nachgucken, was hatten da letztes Jahr, was waren da nominiert? Kann ich dir sagen? Ja. Scythe, Rise of Fenris. Okay, habe ich gute Sachen zugehört, habe ich natürlich nicht gespielt. Terraforming Mars, Prelude. Oh, wie ich finde, eine sehr gute Erweiterung, bin ich dabei. Roleplayer, Monsters and Minions. Habe ich nicht gespielt. Great Western Trail, Race to the North. Habe ich auch noch nicht gespielt, habe ich aber auch Gutes zugehört. Und Root Riverfall Expansion. Es ist unfassbar. Ich habe inzwischen schon so oft Root gespielt und ich hatte noch nie das Bedürfnis, die Erweiterung zu spielen. Habe natürlich trotzdem beim Kickstarter für die zweite Erweiterung mitgemacht. Und die Erweiterung liegt hier und will irgendwann gespielt werden, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Grundspiel noch nicht ausgelotet. Und bin mir sicher, wenn ich dann irgendwann feststelle, so jetzt habe ich es für mich ausgelotet, dann will ich die Erweiterung dann auch mal testen. Kommt das jetzt eigentlich auf Deutsch? Ja, Quality Beast bringt das auf Deutsch meines Wissens nach. Wann? Weißt du das? Ich glaube, die hatten irgendwie mitgeteilt im Juni. Ach doch, jetzt schon bald. Ja. Ich bin also, da irgendwie tatsächlich neugierig drauf, ganz komischerweise. Ja, ich gucke gerade mal die besten Erweiterungen vom letzten Jahr. Da hatte gewonnen die Star Wars Rebellion Erweiterung, wo ich einige Leute zugehört habe, sie brauchen es nicht, weil das Grundspiel schon so gut ist. Wenn die Erweiterung so gut ist, könnte man es vielleicht trotzdem spielen. Da gab es auf der Nominierungsliste noch Wind Gambit für Scythe, Terraforming Venus Next. gilt in meinen Augen, glaube ich, also es ist keine schlechte Erweiterung, aber es ist die schlechteste von den Terraforming Mars Erweiterungen in meinen Augen. Ja, da bin ich bei dir. Bist du bei mir. Ich glaube, da sind auch die große Menge der Leute.
Was haben wir hier noch? Xia, Ember of the Forsaken Stars und Champions of Midgard Valhalla. Gut, die habe ich alle nicht gespielt. Aber wir müssen jetzt nicht die ganzen Erweiterungen vorlesen. Nee, aber ich das gerade, aber kann ich ja mal das Thema so, ja? Du willst das abkürzen, ich verstehe das schon. Nee, ich will einfach mal einen Aufruf starten, wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich möchte irgendwie in der Blog, in der Brettspielszene irgendwas machen, was noch keiner gemacht hat. Macht mal irgendwie nur ein, weiß ich nicht, ein Blog, Podcast, YouTube-Kanal zur Erweiterung. Das gibt es halt irgendwie nicht. Das ist richtig. Es gibt auch wirklich wenige, die so auf Strategien eingehen. Ich meine, der Solo Manolo, der macht natürlich dadurch, dass er Playthroughs macht und, Entschuldigung, ich muss diesen Podcast nochmal erwähnen, weil ich den wirklich gerne höre. Das ist persönliches Schicksal, es tut mir leid. Der macht halt auch, also der hat ja zu Gaia-Projekt hatte er ja wirklich mit den Machern von dem Automa hat er ein langes Interview gemacht, die ganze Sendung, irgendwie knapp 2 Stunden lang. Und es war total spannend, auch zu hören, was man da für Strategien haben kann und solche Sachen. Und so eine Vertiefung in ein Spiel hinein, das gibt es tatsächlich auch viel zu wenig, finde ich. Das muss an der Stelle auch nochmal erwähnt werden. Fuchs und Bär? Fuchs und Bär, oh ja. Die beiden machen das auch richtig gut, genau. Das stimmt. Also die Frage ist natürlich, wie oft möchte man daran erinnert werden, dass die Gloomhaven toll finden, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber wenn ihr irgendwie Lust habt, irgendwie sowas zu starten, also so Erweiterung, da ist halt noch eine Lücke in der Nische, würde ich sagen. Absolut. Ich weiß halt nicht, wie weit, man muss natürlich das Grundspiel spielen und dann halt die Erweiterung dazu, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sehe jetzt gerade, hier ist natürlich 2016 waren auf der Nominierungsliste für die Erweiterungen Time Stories, Prophecy of Dragon und Time Stories Under the Mars. Wenn man natürlich solche einzelnen Fälle, ja, das sind Erweiterungen, du brauchst das Grundspiel, damit, ich glaube, da ist jeder dabei, dass er sagt, ich brauche die neue Exit-Kiste und ich brauche den neuen Time Stories. Manu schrieb auch gerade, Pandemic Legacy ist ja auch nur eine Erweiterung zu. Es ist eine Weiterentwicklung, ja. Ja, genau, also ich denke mal, da ist noch ein bisschen Platz in der Brettspielszene tatsächlich. Definitiv. Aber ich hätte jetzt alle Fragen durch. Gut, dann kommen wir jetzt zurück zu René, der von der Frage vorhin noch seine Antwort geben wollte. Zu welcher Frage? Ich habe sie vergessen. Der Politiker, glaube ich, mit dem. Ach nee, ich weiß es nicht. Nee, da sagte ich ja, ich würde gerne mit einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin. Ach stimmt, ja. Das hab stimmt, ich hast du gesagt. Ja, siehst du? Da hatte ich ja noch so einen Vizekanzler in der Hinterhand. Ja, ja, das waren schöne Fragen. Auf jeden Fall. Da vielen Dank an alle, die uns noch Fragen eingesendet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder mal ein bisschen mehr über uns kennenzulernen. Vor allem auch über Sonja, die ja nur, das ist ja die erste große Fragesendung, wo sie dabei ist. Ja. Also von da aus gesehen habt ihr jetzt auch ein bisschen mehr über Sonja und ihren Spielegeschmack erfahren, der hoffentlich dann sich wunderbar ergänzend zu uns anbietet. Ja, ansonsten machen wir ein Schleifchen drum und beenden das Ganze für heute. Wir können ja nochmal sagen, also diese Nachrichten sind jetzt alle wirklich aus meinem Galaxy S3 Mini Neo oder wie auch immer das Telefon heißt, gepurzelt, also bei WhatsApp rausgefallen. Ich kann ja nochmal die Telefonnummer nennen. Was haltet ihr davon? Das ist die 0170 5444 843. Da könnt ihr uns, haben die ganzen Teilnehmer hier alle fleißig, nachdem ich sie, wie Olli gesagt habe, getreten habe, nie genötigt habe ich sie, haben uns da eine Frage hingeschickt. Ihr könnt uns die aber auch weiterhin so stellen. Audiokommentare haben immer noch so ein bisschen Vorfahrt zu den Fragen der Woche. Also ihr könnt da gerne fleißig was schicken. Ja, ansonsten nächste Woche haben wir eine kleine Sendung. Ich hätte ein Legacy-Tagebuch in meinem. Nächste Woche haben wir ein Legacy-Tagebuch. Perfekt, ich freue mich total. Ich will wissen, wie es bei euch weitergeht. Oh Gott, hör auf. Ja, ich bin auch gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag mal so, wer jetzt Legacy gespielt hat, wir haben den September gespielt. Die wissen dann Bescheid wahrscheinlich. Verstehe. Ja, also ich weiß dann genau, ja. Habe ich das GIF gar nicht gepostet? Uns hast du es geschickt und das war so eins, wo ich dachte, ja, sie sind in dem Monat. Wie ist das bei denen ausgegangen? Das oh macht Gott. Mich nochmal doppelt so neugierig. Oh Gott, also ich kann es ja nachher auf Air nochmal kurz erzählen, aber für die Hörer, ihr müsst euch noch gedulden in der Woche, aber das ist echt ein Highlight gewesen, der Monat. Okay, dann
beenden wir das Ganze für heute hier und hören uns dann in 2 Wochen wieder, nachdem der Arno sein Legacy-Tagebuch gemacht hat. Warte mal. Ist in 2 Wochen nicht eine runde Nummer? Ja. Aha, genau. Wir sollten jetzt noch mal kurz unsere Hörer darauf aufmerksam machen, dass, wenn sie dies am Freitag hören, dass dann theoretisch eine Umfrage online ist für alle in unserem People-Chat, dass die Leute dann auch noch mal vielleicht dann teilnehmen und sagen, worüber wollen sie denn die Top 10 hören? Genau, also wir werden jeder eine Frage beisteuern, ja, über die ihr dann abstimmen könnt. Und dazu bilden wir dann eine Top-Liste, nennen wir es jetzt ja mittlerweile. Genau, wer im Bibel-Chat, nee, im, oh Gott, doch, ja, ist ja richtig. Ja. Im Bibel-Chat ist, der kann da halt daran teilnehmen, der kriegt halt den Link. Unsere Supporter kriegen auch nochmal den Link, separat per E-Mail zugeschickt. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch Doppelungen, ich weiß es nicht. Genau, tretet, wenn ihr in diesen Chat kommen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail unter mitmachen@bretterwisser.de. Dann lade ich euch dazu einfach ein. Also Slack ist so ein Kommunikationstool. Ich nenne das immer, ja, wie nenne ich es? WhatsApp-Gruppenchat, der nicht so nervig ist. Okay. Es gibt weniger Sprachnachrichten. Funktioniert jedenfalls sehr gut. Bitte? Funktioniert jedenfalls sehr gut. Genau. So, jetzt haben wir das. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.